Ja, ganz herzlich willkommen zu der Buchpräsentation Unterscheiden und Herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich, Sie und ihr, so zahlreich heute hier seid. Es ist die letzte Veranstaltung des GWIs in diesem Jahr und wir wissen alle, wie viele Veranstaltungen momentan parallel stattfinden. Umso mehr freut es mich, dass ihr heute und dass Sie heute hier sind. Angesichts dieses Buches wundert es mich allerdings nicht so richtig, weil ich das einen ganz wichtigen Baustein in der Auseinandersetzung mit Feminismus und eben auch rassistischen Debatten innerhalb feministischer Debatten ansehe und mich deswegen sehr, sehr freue, heute die beiden Autorinnen begrüßen zu können, Sabine Haag, Paula Irene Villa, und als Kommentatorin haben wir Maisha Auma gewinnen können. Auch darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Ines Kappert. Ich leite gemeinsam mit Henning von Bargen seit gut 2 Jahren das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich werde den Abend heute hier moderieren. Und in der Funktion kommt es mir jetzt, habe ich jetzt auch das Vergnügen, noch ein paar Worte mehr zu unseren Gästen zu sagen. Ich beginne mal mit, hier vorne sind auch noch Plätze, falls Sie mögen. Hier sind ein paar freie Plätze, gibt es noch. Ich beginne einfach mal mit der Dame oder mit der Frau. Der Frau in der Mitte, Paula Irene Villa. Sie ist so. Sagt der München auch, ja, aber ich will das ja nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, das ist mir jetzt passiert. Es fängt schon gut an. Ja. Das wird noch schlimmer, ja. Okay. Paula Irene Villa ist Soziologin und am Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und Gender Studies am Institut für Soziologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sie ist heute mit dem Sprinter zu uns gekommen. Wir waren so ein bisschen in Sorge, kommt sie pünktlich, kommt sie nicht. Sie war super pünktlich. Ihre Schwerpunkte sind Geschlechterforschung, soziologische Theorien, Körper- und Kultursoziologie, Elternschaft und Biopolitik. Ich kann nicht alle Ihre Publikationen an dieser Stelle nennen. Ich beschränke mich auf eine Auswahl. Dissertiert oder Ihre Dissertation hat sie geschrieben zu dem Thema. Wir haben immer gesagt, okay, dissertierst du noch oder lebst du schon wieder? Das war damals, als ich noch promoviert habe. Also Ihre Dissertation trägt den Titel Sexy Bodies, eine soziologische Reise durch den Geschlechterkörper und erschien 1998 und dann noch 2000 im Budrich Verlag. Sie hat dann auch eine Einleitung zu Judith Butler geschrieben, die im Campus Verlag erschien, zunächst 2003, dann in einer weiteren Auflage 2011. Dann folgten verschiedene Herausgeberinnenschaften. Ich nenne jetzt einfach nur, dass Sie sich vielleicht einen Eindruck verschaffen können. Die Titel dieser Herausgeberinnenschaften: Images von Gewicht, soziale Bewegungen, Queer Theory und Kunst in den USA, Schön normal, Manipulationen am Körper als Technologien des Selbst, Mütter, Väter, Diskurse, Medien, Praxen, postkoloniale Soziologie, empirische Befunde, theoretische Anschlüsse, politische Artikulationen. Dann folgte 2011 die Soziologie der Geburt, Diskurse, Praktiken, Perspektiven, wiederum im Campus Verlag, banale Kämpfe, Perspektiven auf Populärkultur und Geschlecht. Und dann, bevor die beiden ein gemeinsames Autorinnen-Team, Sabine Haag und Paula Irene Villa, bildeten, haben sie ein Buch, ein ganz wichtiges Buch auch in unserem Kontext, gemeinsam herausgegeben: Antigenderismus, Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Dieses Buch erschien bei Transkript 2015. Professor Sabine Haag, wir sind heute hier sehr professoral, das ist das GWI nicht immer, aber heute geballt, dreimal Professorinnen. Sabine Haag leitet seit 2009 das Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien an der Technischen Universität Berlin. Sie ist auch Mitherausgeberin der Zeitschrift Feministische Studien und sie ist Mitbegründerin des Vereins Wir machen das, der sich für die gesellschaftliche Teilhabe von geflüchteten Menschen einsetzt.
Auch hier beschränke ich mich auf eine Auswahl der Buchpublikationen. Über Aufsätze reden wir gar nicht. Deviante Subjekte erschien 1999, die paradoxe Politik der Identität. Dann folgte Dissidente Partizipation, eine Diskursgeschichte des Feminismus bei Suhrkamp. Diskontinuitäten, feministische Theorie, Lehrbuch zur sozialwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung 2007. Antigenderismus, ich habe es schon genannt, den Sammelband gemeinsam mit Paula Irene Villa herausgegeben, Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Dann, noch bevor dieses Buch erschien, fand es Sabine offenbar wichtig, gleich in einem Jahr gleich zwei Bücher zu veröffentlichen. Und sie schrieb Koalitionen des Überlebens, queere Bündnispolitiken im 21. Jahrhundert. Und dann darf ich Ihnen jetzt Maisha Auma vorstellen. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und Geschlechterforscherin. Seit 2008 hat sie die Professur für Kindheit und Differenz, Diversity Studies, an der Hochschule Magdeburg-Stendal inne. Und seit 2014 ist sie Gastprofessorin an der Humboldt-Universität am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien am Institut für Erziehungswissenschaften, Abteilung Historische Bildungsforschung. Ihre Schwerpunkte sind Diversität in Bildungsmaterialien in Ost- und Westdeutschland, sexualpädagogisches Empowerment für schwarze Menschen und People of Color in Deutschland, kritische Weißseinsforschung, Kindheitsforschung, Intersektionalität im Kontext von Critical Race Theory und Rassismuskritik. Und auch Maisha Auma ist als Aktivistin, also ist als Wissenschaftlerin und als Aktivistin unterwegs tätig, denn sie ist seit 1993 aktiv bei ADEFRA, Schwarze Frauen in Deutschland. Ganz herzlich willkommen. So, und damit wären wir bei Unterscheiden und Herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart. Schon der Untertitel, deswegen habe ich ihn jetzt auch einfach nochmal vorgelesen, hat es in sich. Da werden in einer Zeile sozusagen gleichrangig Rassismus, Sexismus und Feminismus genannt. Das heißt schon im Untertitel, das ist zumindest meine Lesart, wird Feminismus entzaubert und wird gesagt, Feminismus per se steht eben nicht unbedingt für mehr Gleichheit, für Gewaltfreiheit, gar für Emanzipation, sondern wir müssen präzisieren, welche feministische Perspektive führt zu mehr Emanzipation für wen. Und genau mit dieser Frage setzt sich auch das Buch auseinander, das erklären möchte, wie gegenwärtig Dominanzkulturen bestehen. Das ist ein Begriff von Hedwig Dohm. Wir werden dazu auch noch mehr hören. Ich setze es jetzt hier einfach nur mal in den Raum, so ein bisschen als Erinnerungsanker vielleicht für später. Dominanzkultur, wie funktioniert sie? Welche Perspektiven, auch welche feministischen Perspektiven, arbeiten der Dominanzkultur zu? Und welche helfen, diesen Machtzirkel zu durchbrechen? Nach welchem Prinzip werden bestimmte Stimmen autorisiert und andere zum Schweigen gebracht? Wem gegenüber also werden moralische Verpflichtungen gestiftet? Zitat. Und wenn man andersherum fragt, lautet die Frage dann, wem gegenüber darf die Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft unverantwortlich handeln? Wer wird zum anderen, Fremden, zum Außen erklärt und in dieser Weise entmenschlicht oder zum Bürger oder zur Bürgerin zweiter, dritter, vierter, fünfter Klasse gemacht? Um zu verstehen, wie die Mechanik der Über- und Unterordnung, also die Dominanzkultur, funktioniert, ist es wichtig, Kultur als offenen Prozess zu verstehen. Die beiden Autorinnen schreiben, Kultur ist kein Eigentum. Das heißt, man kann Kultur nicht besitzen. Unser Sprachgebrauch legt uns was anderes nahe. Das ist meine Kultur. Das ist ein ganz gängiger Satz. Gegen diese Alltagsweisheit, gegen diese Selbstverständlichkeit wendet sich die Analyse der Dominanzkultur, die wir hier vorfinden in diesem Essay. Einer der Schlüsselsätze, zumindest für mich, möchte ich Ihnen jetzt kurz hier zitieren. Kultur ist der Reim, den sich Menschen auf ihre Welt und damit auch auf sich selbst machen. Kultur ist Kontext. Und dieser Reim ist eben nie abgeschlossen,
denn es handelt sich um einen unabschließbaren Prozess, den niemand besitzen kann. Zitat, es ist keine Essenz einer Religion, einer Rasse oder eines Geschlechts. Jeder also, der eine solche Stillstellung versucht, leugnet, dass es auch anders sein könnte, dass jede Kultur auf Ambivalenzen, auf Widersprüchlichkeiten, auf Unzeitgleichheiten aufgebaut ist. Und genau mit diesen Widersprüchen umzugehen, in den Mechanismen von Unterscheiden und Herrschen, diese Aufgabe stellt sich dieses Buch. Anlass für dieses Buch war natürlich Köln. Köln, Sie und ihr wisst es alle, ist inzwischen so die sexuellen Übergriffe, die in der Silvesternacht 2015 stattgefunden haben, ist inzwischen zu einer Chiffre geworden, zu einer Chiffre für sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum. Allerdings nicht für sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum im Allgemeinen, sondern ausgehend von den anderen, von den Nordafrikanern. Ich nehme den Begriff noch einmal in den Mund, dann können wir ihn auch wieder vergessen oder dann können wir ihn wieder auch beiseite lassen. Also von Männern nicht-christlichen Glaubens, von nicht-weißen Männern. Das war damals die Diskussion. Und mit diesem Othering, mit dieser Veränderung von sexualisierter Gewalt, ging auch die mediale Wahrnehmung einher, dass es sich bei den Betroffenen von just dieser Gewalt um deutsche, vornehmlich weiße Frauen handeln würde. Diese imaginierte Konstellation fand dann eher auf der Seite 1 der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung einen Höhepunkt. Diese zeigte eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, in der eine schwarze Hand einer weißen Figur, weitgehend entsexualisiert, in den Schritt fasst. Sie sehen es hier. Eine klare rassistische Ikonografie, die uns direkt in die Kolonialzeit und auch in die Nazizeit zurückführt oder führt, wo mit ganz ähnlichen Zeichnungen oder mit ähnlich gelagerter Propaganda deutsche Frauen aufgerufen wurden, das deutsche Blut reinzuhalten. Der Chefredakteur der SZ entschuldigte sich für diesen Ausrutscher. Das GWI hat sich intensiv mit Köln beschäftigt, 2015, 2016, auch mit dem Thema Racial Profiling, das sich dann anschloss 2016. Und wir haben unter anderem eine Medienanalyse in Auftrag gegeben, um zu zeigen, wie sich diese Dominanzkultur, die hier wirklich grundsätzlich und umfassend verhandelt wird, sich niederschlägt, allein in der Nachrichtenberichterstattung von ARD und ZDF. Also wir haben uns nur diesen einen kleinen Ausschnitt gewählt. Und ich hätte jetzt wahnsinnig gerne gesagt, wenn Sie rausgehen, nehmen Sie sich die Medienanalyse mit. Auch sie ist jetzt schon in der zweiten Auflage wieder vergriffen. Wir drucken nach und hoffen, dass wir dann bei der nächsten Veranstaltung, bei der Sie hoffentlich auch da sein können, also dann diese Medienanalyse nachreichen können. Dass sexualisierte Gewalt und überhaupt Gewalt oder auch patriarchale Strukturen eben keine Hautfarbe, keine spezielle Religion, auch keine bestimmte Kultur haben, sondern global sind, hat Köln gezeigt, hat ausnahmslos gezeigt, also sozusagen die Widerstandsform ausnahmslos. Ich zeige dann gleich auch noch ein Bild davon. Und genau, das habe ich jetzt ein bisschen vergessen, das reiche ich jetzt nach. Ich weiß nicht, ob Sie es gut erkennen können. In dem ganzen Diskurs, dass es jetzt so die sexualisierte Gewalt eben von Männern außerhalb, von geflüchteten Männern ausgehen würde, wurde natürlich genau pauschalisiert. Alle Männer, die jetzt in unserem Land sind und die hier nicht geboren sind, sind eine potenzielle Gefahr. Und dagegen hat sich eine Gruppe von Syrern gewehrt gegen diese pauschalisierende Zuschreibung als potenzielle Gewalttäter. Das hat die Süddeutsche dann auch gezeigt nach dem Cover. Allerdings hat es in der medialen Verhandlung eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt. Ja, ich, was will man machen? Wir haben jetzt wieder eine Debatte 2 Jahre später zum Thema sexualisierte Gewalt. Und im Fall Weinstein ist es für uns gar kein Problem, sexualisierte Gewalt als Teil einer weißen westlichen Kultur wahrzunehmen. Wir reden jetzt scheinbar problemlos, und darüber werden wir später auch noch diskutieren, scheinbar problemlos über die Gewalttätigkeit von Männern, die wir als mächtig und erfolgreich feiern.
Der Produzent, der Hollywood-Produzent Weinstein, ist da quasi der Prototyp dafür. Es gibt auch noch mehrere. Ne? Und ich zeige Ihnen das jetzt einfach vor allem, um nochmal auf diese Ikonografie, also sozusagen wie beweglich dieser ganze Diskurs ist. Aber vielleicht ist er auch deswegen so beweglich, weil eine bestimmte Reflexionsebene fehlt. Darüber werden wir dann nachher noch sprechen können. Und in der Vorbereitung hatte mich Maisha Oma gebeten, doch jetzt nicht nur Männer zu zeigen, sondern auch auf Widerstandsformen zu sprechen zu kommen. Und ich finde, sie hat total recht. Das ist mir auch passiert. Und das war ja damals das ikonografische Bild eben zu ausnahmslos. Und Sie kennen sicherlich auch dieses Cover, die Frauen, also Women of the Year. Das sind die Frauen, die sich eben gegen Weinstein, unter anderem diese Frauen, die sich gegen Weinstein ausgesprochen haben. Wir haben uns jetzt den Abend so vorgestellt, dass Sabine Haag und Paula-Rine Villa jetzt ungefähr 40 Minuten lang eine Präsentation ihres Buches machen werden, daraus vorlesen werden, gegebenenfalls da uns in ganz besondere Details zwischen den Zeilen einweihen werden. Das haben wir so ausgemacht, nur dass ihr es nicht vergesst. Und dann freuen wir uns auf den Kommentar von Maisha Uma und dann treten wir gemeinsam in eine Diskussion ein. Sabine. Ach so, weil hier, Entschuldigung, ja klar. Also hier ist noch ein Platz in der Mitte, wenn Sie mögen. Hier sind auch noch, genau, vielleicht wenn Sie einfach mal die Hand heben, wo noch Plätze sind, dann könnten Sie sich dahin verteilen. Hier in der Ecke sind auch noch welche. Danke für den Hinweis. Ist das an? Kann man das hören? Ja. Ja, dann schönen guten Abend auch meinerseits, unsererseits. Es ist wirklich eine große Freude und Ehre. Danke für diese Gelegenheit und dass so viele da sind. Ich glaube, das wird ein hochinteressanter Abend. Ja, und zunächst lesen wir ein bisschen aus dem Buch und ich fange an. Anlass, genauer über diese Fragen nachzudenken, war unsere Wahrnehmung, dass Köln, in Anführungszeichen, auch für einen Fundamentalisierungsschub in der öffentlichen Rede steht. Wir wollten begreifen, was es damit auf sich hat und ob diese Wahrnehmung überhaupt zutreffend ist. Uns einen Reim auf die Dinge machen. Denn auch für uns sind implizite Selbstverständlichkeiten entlang des Ereignisses Köln problematisch, also problematisierbar geworden. Dieses Essay nimmt dies als Herausforderung und Chance wahr. Soziologisch informiert und intersektional orientiert wollen wir zur auch feministischen Aufklärung der Gegenwart in Zeiten zunehmender Diskursvernebelung beitragen und gegen die Verengung von Debattenräumen anschreiben. Wir hoffen, damit zur Wiederbelebung einer Debattenkultur beizutragen, die diesen Namen verdient. Wir fragen nicht nach der objektiven Wahrheit der Kölner Nacht. Unser Text ist weder eine journalistische Recherche noch eine wissenschaftliche Studie. Er ist vielmehr ein explizites Nachdenken darüber, wofür Köln im politischen Raum der Bundesrepublik Deutschland steht. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit und im Bewusstsein um Lücken. Eine solche Lücke ist, dass auch in unserem Buch jene nicht zu Wort kommen, die in dieser Silvesternacht sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Dies ist wesentlich dem geschuldet, dass wir uns vor allem mit der öffentlichen Rede über Köln auseinandersetzen und danach fragen, welche Verschiebungen im gesellschaftlichen Gefüge sich in dieser Rede abzeichnen. Die Erfahrungen der Frauen waren hier einmal mehr nicht von Belang. Das entspricht durchaus dem generellen gesellschaftlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt und das ist eine kaum zu unterschätzende Tatsache. Wie die Stimmen derer, die sexuellen Missbrauch, die häusliche, öffentliche oder in Kriegen eingesetzte sexuelle Gewalt überlebt haben, hörbar gemacht werden können, ist eine enorm bedeutsame Frage.
Und auch wenn wir diese Frage hier nicht explizit nachgehen, so möchten wir in unserem Text dennoch als einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Bedingungen dieser Hörbarkeit verstanden wissen. Wir sind überzeugt davon, dass diese Stimmen mehr Aufmerksamkeit, mehr Nachdenken, mehr Zuwendung verdienen. Mehr als der thematische Zuschnitt dieses Essays erlaubt, der einer anderen Frage, der gewaltvollen, fundamentalisierenden Logik der Versämtlichung, der Logik von Unterscheiden und Herrschen, gewidmet ist. Mit Fundamentalisierung, und damit ist einer der zentralen Begriffe für unser Essay angesprochen, okay. Mit Fundamentalisierung meinen wir zunächst ganz allgemein Weisen der autoritären Stillstellung, der Bedeutungsschließung und Pauschalisierung. Redeweisen also, die sich gegen Vieldeutigkeiten wie gegen ihre eigene Reflexion zu immunisieren versuchen. Die, bildlich gesprochen, ein vielschichtiges Gewebe durch Stepppunkte, ist ein Begriff von Jacques Lacan, fixieren. Im Zusammenhang mit Köln war und ist dies wesentlich dort der Fall, wo vermeintliche Eigentlichkeiten oder Essenzen von Menschen und Gruppen wenigstens implizit a priori gesetzt werden. Kausale Kurzschlüsse dafür genutzt werden, von diesem, wie auch immer gearteten, vermeintlichen So-Sein auf das spezifische Handeln eines konkreten Menschen zu schließen. Oder wo eine unveränderliche kulturelle Identität und deren intrinsisch gegebene Verbindung mit bestimmten Werten behauptet wird. Beispielsweise die Behauptung, Aufklärung, Freiheit, Demokratie, Gleichheit seien ausschließlich westliche Werte und der Islam bzw. die arabische Welt sei umgekehrt unfähig, sich aus der eigenen Unmündigkeit zu befreien. Diese für fundamentalisierende Praxen charakteristische Essentialisierung wird verstärkt, wenn diese in einem Modus der Differenzkonstruktion realisiert wird. Das heißt, wenn der Rahmen der Unterscheidung beispielsweise auf wir, ihr, fremd, eigen, schwarz-weiß eingeschränkt wird und so die Thematisierung eines Sachverhalts mit der Dethematisierung der Komplexität einhergeht, die diesem Sachverhalt eigen ist oder zumindest eigen sein soll, könnte. Auffällig ist im Zusammenhang mit solcher Art manichäischen Differenzkonstruktionen, also verabsolutierenden Konstruktionen, besonders ein Effekt, die Verschärfung von polarisierenden Zuschreibungen und Vereigenschaftlichungen. Wo im Zusammenhang mit Köln über Sexualität, Freiheit, Migration, Flucht, Geschlecht, Politik, Kultur berichtet oder gesprochen wurde, geschah dies jedenfalls häufig mit den Mitteln der Versämtlichung. Ein Begriff von Hedwig Dohm aus der ersten Frauenbewegung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Es ging um die Flüchtlinge, die Frauen, die arabischen Männer, unsere Kultur, um nur wenige Beispiele zu nennen. Die Nutzung solcher Begriffe verstellt die Sicht auf Binnendifferenzen. Unsichtbar werden intersektionale, das heißt sich in sich komplexe Verhältnisse, Existenzweisen und Erfahrungen, die zwar nicht immer einfach auf den Begriff zu bringen sind, doch empirisch den Normalfall bilden. Zudem machen versämtlichende, essentialisierende Differenzbegriffe die dynamischen Prozesse der Differenzierung unsichtbar. Differenzbegriffe funktionieren empirisch über die Behauptung einer Sache, die sich von einer anderen unterscheidet, nicht über die Darstellung ihres Werdens oder ihrer Gewordenheit. Es macht also einen Unterschied, je nach Kontext ums Ganze, ob von Geschlecht oder von Vergeschlechtlichung die Rede ist, ob von Kultur oder von Prozessen der Kulturalisierung gesprochen wird. Differenzbegriffe sind freilich nicht per se falsch. Zu differenzieren ist weder unsinnig noch an sich gefährlich. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden. Und tatsächlich operieren wir ja unaufhörlich mit Differenzen und ohne sie wären Denken wie Handeln schlechterdings unmöglich. Differenzen sind das Produkt sozialer Praxis, als solche auch strukturbildend für Gesellschaften und damit wiederum der ermöglichende Rahmen für Praxis. Allerdings
gibt es systematisch verschiedene Formen der Differenzbehauptung und unterschiedliche Formen der Differenzierung, die es zu unterscheiden, zu differenzieren gilt. Soll ich da, soll ich oder? So geht das, genau. Wir verstehen dieses Buch auch als einen Beitrag zum analytischen Verständnis, Ines Kappert hat es schon angesprochen, der Mechanismen und Funktionsweisen von Dominanzkultur. Ein Begriff, viele von Ihnen und euch kennen ihn von Birgit Rommelsbacher. Wie sich insgesamt, das darf ich vielleicht als Fußnote auch noch dazu sagen, dieses Buch ein Stück weit ein Tribut an Birgit Rommelsbacher ist, die viel zu früh von uns gegangen ist und die uns sicher geholfen hätte, Köln und was danach passiert ist, zu verstehen. Wir haben dieses Buch auch geschrieben in ihrem Geiste und in der Hoffnung, mit ihren Denkinstrumenten die Arbeit zu machen, die sie nicht mehr leisten kann. Dominanzkultur macht eine gesellschaftliche Formation, die durch ein Geflecht verschiedener Machtdimensionen strukturiert ist, die in Wechselwirkung zueinander stehen und die unsere gesamte Lebensweise in Kategorien der Über- und Unterordnung organisiert, sowie unser aller Handeln, unsere Einstellungen und Gefühle bestimmt. Nachdrücklich darauf aufmerksam machen möchten wir mit diesem Essay, dass das kulturelle So-Sein nicht als homogene und kompakte Eigentlichkeit existiert, etwa als arabische, patriarchale oder christliche, als westliche, deutsche oder egalitäre Kultur. Kultur ist der soziale Raum, in dem gesellschaftlich wie individuell Sinn entsteht und zugleich der Modus, in dem Sinn generiert wird. Diese Produktion von Sinn schließt die Verhandlung, die Konflikte, die Auseinandersetzungen um Sinn und Bedeutung ein. Kultur ist der Reim, den Menschen sich auf ihre Welt und damit auch auf sich selbst machen. Kultur ist Kontext. Auch diese Kontexte sind selbst wiederum kulturell produziert. Und diese Kontexte sind notorisch unklar. Sie sind unabschließbar. Sie sind nicht stillzustellen. Ohne Anfang und Ende, ohne klare Grenzen und Eigentlichkeit. So trivial diese Skizze zur Kultur anmuten mag, sie ist so ein bisschen Soziologie 101, aber so wichtig ist sie. Kultur ist gerade nicht die Essenz, das Eigentum oder das Wesen einer Region, einer Religion, einer Rasse oder eines Geschlechts. Und wo das behauptet wird, wo ein Stück unserer Vergangenheit, eine Eigenschaft, eine Essenz oder was auch immer als unser Eigentum betrachtet wird, haben wir die Zukunft bereits verspielt, wie die Historikerin Joan Scott sagt. Denn jeder Versuch, die solche Art stillgestellte Identität zu revidieren oder neu zu interpretieren, wie sie sagt, kann dann nur als Bedrohung des eigentlichen Seins, eines nationalen oder rassistischen oder ethnischen oder geschlechtlichen oder individuellen Selbst wahrgenommen und nicht als Möglichkeit, wie es auch sein könnte, dass es anders sein könnte. Auf den einstimmigen Refrain also derjenigen fundamentalistischen Strömungen, nationalistischen, ultrareligiösen, rassistischen, rechten wie linken, konservativen wie progressiven identitären Kontexten, auf jene, die sich als Opfer von Zensur gerieren und die von einer angeblich aggressiv forcierten Political Correctness und einer feministischen oder wahlweise von einer fantasierten Homo-Lobby ausgehen, auf all jene, die meinen, die Vielgestaltigkeit der Welt mit eindeutigen Unterscheidungen, mit klaren Trennungen zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, schwarz und weiß, männlich und weiblich, hetero und homo bannen zu können, antworten wir mit einer polyphonen Fuge oder zumindest mit einem basso continuo der Skepsis gegenüber der Behauptung von Differenzeigentlichkeiten. Also das war das Framing, der Rahmen, das ist aus der Einleitung, wie wir wollten mit diesem Buch, was sozusagen der Plan war und wie wir auch dazu gekommen sind, es zu schreiben, was die Überlegungen waren. Und jetzt würden wir weitermachen in dem Körperkapitel, habe ich das, oder in dem, ja, in dem anderen, ach nee, genau, dort in dem Kultur, dann. Das Sprechen in Fußnoten. Ich sage vielleicht noch mal ganz kurz was zu der
Grundstruktur des Buches. Es hat insgesamt 5 Kapitel und ein Epilog. Aus dem Vorwort, aus der Einleitung haben wir jetzt schon vorgetragen. In den weiteren Kapiteln, aus denen wir jetzt nicht aus allen Kapiteln, aber aus mehreren zu verschiedenen Aspekten, die auch schon in Ines Einleitung angeklungen sind, werden wir Stücke auswählen. Das nächste Stück, auf was wir jetzt noch vortragen möchten, ist aus dem ersten Kapitel, das den Titel hat, diese ganze verrottete Gegenwart, Plädoyer für die Freundschaft zur Welt. Auch in diesem, und ich mache jetzt nochmal eine Fußnote, auch in diesem, dieser Kapitelüberschrift verbirgt sich ein Tribut, in diesem Fall an Christina Thürmer-Rohr, deren 80. Geburtstag wir ja hier in diesem Raum vor gut einem Jahr auch fulminant gefeiert haben. Thürmer-Rohr hat diesen Essay, in dem diese Zeile vorkommt, diese ganze verrottete Gegenwart in der Mitte der 1980er geschrieben, sozusagen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, unmittelbar nach der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl, sozusagen im Angesichts auch der atomaren Gefahren, die uns damals entgegenstanden, und hat dennoch in diesem Essay die ganze verrottete Gegenwart dafür plädiert, dass es die einzige Gelegenheit ist, die wir haben. Christina schreibt: Ich plädiere für diese ganze verrottete Gegenwart. Sie ist unsere einzige Gelegenheit. Sie ist das Leben, das wir haben. Sie und keine andere birgt den Stoff, um unsere Kräfte zu entwickeln. Und auch das war für uns Inspiration, sozusagen nicht auf ein Irgendwo, auf ein Jenseits, auf eine Zukunft zu hoffen, sondern dass es gilt, sich mit den Widersprüchen im Jetzt auseinanderzusetzen und aus den Widersprüchen im Jetzt sozusagen die Kraft auch zu gewinnen, diesen zu widerstehen. Ich lese jetzt einen kurzen Abschnitt aus dem Unterkapitel, das die Überschrift trägt: Positionierung, Verantwortung und die Freundschaft zur Welt. Fundamentalismen haben wir schon ausgemacht. Manichäische Differenzkonstruktion ist sozusagen das zentrale Problem, was uns hier beschäftigt und umtreibt. Totalisierende Sichtweisen: der Muslim, das Kopftuchmädchen, der Wirtschaftsflüchtling, aber auch der Feminismus, die Identitätspolitik, die Deutschen und der Islam, die Männer und die Frauen, die Weißen und die Schwarzen sind für uns keine Option. Sie übertünchen nicht nur die Heterogenität, sie leugnen auch die Partialität und Positionalität jeder Sprechposition. Eine nicht als partiell ausgewiesene Sicht bezeichnet so letztlich immer die unmarkierte Kategorie, die sich im Modus des evident Universalen historisch gewaltsam durchgesetzt hat. Weiß, männlich, cisgeschlechtlich, heterosexuell, able-bodied. Ihre Stärke hängt von einer systematischen Beschränkung ab. Das eigene, normale, das als universal Gesetzte, kann im Schatten des ins Licht gerückten anderen, abweichenden, partikularen bleiben. Wonach daher beständig zu fragen ist, wie wir sehen können, von wo aus wir sehen und welche Grenzen unsere Sicht hat. Wir meinen damit keineswegs einen banalen Relativismus, sondern kritische, selbstreflexive Positionierung. Worum es geht, ist, sehen zu lernen, was uns zu sehen gegeben wird. Wahrzunehmen, was wir gelernt haben, wahrzunehmen und was uns vorenthalten wird. Aufmerksam werden für das, was wir ausblenden, bisweilen wissen und willentlich. Erkennen, was wir als das betrachten sollen, das uns etwas angeht. Relativismus ist dagegen eine Weise, nirgendwo zu sein und zugleich zu behaupten, überall in gleicher Weise zu sein. Doch, wie uns die feministische Wissenschaftsforscherin Donna Haraway gelehrt hat, die relativierende Unterstellung der Identität von Positionierungen leugnet Verantwortlichkeit und verhindert, dass wir sie kritisch überprüfen. Positionierung impliziert im Unterschied dazu Verantwortlichkeit für die Praktiken, die uns Macht verleihen, und das schließt unsere eigenen Praktiken als privilegierte Wissensarbeiterinnen, als Intellektuelle ein. Und dabei geht es nicht um einen positionalen Fundamentalismus, der aus jeder Positionierung im sozialen Raum eine unausweichliche Position oder Haltung zur Welt ableitet.
Positionierung meint nicht, dass mit einer bestimmten sozialen Position weiblich, jüdisch, lesbisch, bildungsbürgerlich, katholisches Arbeiterkind, migrantisch, exiliert, weiß, süddeutsch, unausweichlich ein bestimmtes Denken, eine Haltung oder eine politische Perspektive verbunden ist, die von der Position erzwungen wäre. Oder auch nur bestimmte Erfahrungen zu machen sind, die notwendigerweise mit einer solchen Positionierung einhergehen. Positionierung, ein ebenso dynamischer wie komplexer Prozess, verstehen wir vielmehr als die Anerkennung dessen, dass soziale Positionen etwas mit uns machen. Und zwar jenseits unserer Verfügung. Wir aber zugleich zu diesen Positionen auch eine Haltung einnehmen können, wir in der Lage sind, etwas mit ihnen zu machen. Und womöglich gar nicht anders können, als etwas aus ihnen, also den Positionierungen, zu machen. Die Alternative sowohl zu totalisierenden Sichtweisen, die die Welt über einen Kamm scheren, wie zum Relativismus, dem die Welt letztlich einerlei ist, kann daher nur eine Vielfalt partialen, verortbaren, kritischen Wissens sein, das in horizontalen Netzwerken verhandelt wird. Solidarität ist der politische Name dieser Praxis, die in der Epistemologie Diskussion und Widerstreit genannt wird. Für diese Alternative tritt dieses Buch ein. Wir versprechen uns davon nicht nur eine adäquatere, reichere und bessere Darstellung der Welt, sondern auch ein kritisch-reflexives Verhältnis zu unseren eigenen wie auch zu fremden Herrschaftspraktiken und dem für jede Position konstitutiven, unterschiedlichen Maß an Privilegiertheit und Unterdrückung. So, das war nochmal ein Zitat von Donna Haraway. Und damit geht es ebenso sehr um Ethik und Politik wie um Epistemologie, Wissen und Wahrheit. Ich glaube, als Fußnote dazu, ich glaube, das ist eine der Dinge, nämlich diese komplexen Verhältnisse zwischen Ethik, Politik, Epistemologie, Wissen und Wahrheit und Praxis und sicherlich noch einiges mehr. Dieser komplexe Zusammenhang ist der, der so unglaublich schwierig geworden ist, im Moment in der Öffentlichkeit in der Komplexität zu verhandeln. Wir erleben an vielen Stellen die sozusagen aufeinander Abbildung von Wissenschaft und Politik, als sei es dasselbe, von Politik als das ganz andere zu Wissenschaft oder als ganz starke Entgegensetzung oder Aufeinanderabbildung. Und wir haben hier jedenfalls auch darüber nachgedacht, wie es gelingen könnte, das in Beziehung zueinander zu setzen, miteinander in der Verwobenheit zu denken, ohne das alles sozusagen aufeinander abzubilden. In diesem Sinne spielt der Begriff der Differenz eine zentrale Rolle im Buch. Und zwar in dem Sinne, dass wir unsere Formel dafür ist, in Differenz über Differenzen nachdenken. Das war für uns sozusagen eine Möglichkeit, eine Bewegung sozusagen aus der statischen Entgegensetzung, in die Differenzen oft überführt werden, in dualistische Gegensätze herauszukommen und zum einen sozusagen das Werden in Differenz zu betonen. Und zum anderen sozusagen diese Mechanismen, wie Differenzen benutzt werden, um dann beispielsweise Herrschaftsmechanismen auszubilden. So auch der Titel des Buches, Unterscheiden und Herrschen. Ich will damit nochmal anschließen an Birgit Rommelsbachers Idee der Dominanzkultur, die auch für deren Denken auch dieser Mechanismus sozusagen zentral gewesen ist. Gerade weil wir überzeugt davon sind, dass nicht Differenz selbst das Problem ist, sondern die Arten und Weisen, wie sie begründet, bedeutsam gemacht und ins politische wie alltägliche Leben gebracht werden, gilt es, den Unterschied zu verstehen zwischen jenen Differenzen, die der Tatsache verpflichtet sind, dass Menschen, wie Hannah Arendt sagt, im Singular gar nicht vorstellbar sind, und jenen Differenzen, die durch Herrschaft hervorgetrieben und von ihr durchdrängt sind, angetrieben von dem Willen, die vielen zu verkennen, sie gleich und zur Zahl eins zu machen, in einer Formulierung von Christina Thürmer-Rohr. Mit Unterscheiden und Herrschen rücken wir daher einen Mechanismus in den Vordergrund, der Teil dessen ist, was wir mit Birgit Rommelsbachers Begriff der Dominanzkultur genannt haben. Damit bezeichnet Rommelsbacher eine gesellschaftliche Formation, die durch ein Geflecht verschiedener Machtdimensionen strukturiert ist,
die in Wechselbeziehung zueinander stehen. Der Begriff Dominanzkultur rückt aber vor allem jene Sphäre ins Zentrum, die heute vielleicht mehr denn je der Ort ist, an dem die Produktion und Reproduktion von Differenz, von Diskriminierung und Segregation, von Verletzlichkeit und Gefährdung verhandelt wird. Kultur. Und schließlich macht Dominanzkultur darauf aufmerksam, dass unsere, wie Rommelsbacher schreibt, gesamte Lebensweise, unsere Selbstinterpretation sowie die Bilder, die wir von anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefasst sind. Ein Muster, das in Zeiten der rechtspopulistischen und rechtskonservativen Landnahme der Demokratie eine noch vor wenigen Jahren ungeahnte Virulenz erfahren hat. Ähnlich argumentiert auch der französische Soziologe Michel Viviorca. Auch er betont die eminente Bedeutung von Kultur, wenn er darauf hinweist, dass wirtschaftliche Ungleichheiten und soziale Ungerechtigkeit nicht nur Personen betreffen, sondern auf Dimensionen der Diskriminierung oder der Segregation beruhen, die die zerbrechlichsten und verletzlichsten in kulturellen Begriffen definieren, die sich im Allgemeinen leicht als natürliche Merkmale ausgeben lassen. Wer von kulturellen Differenzen spreche, könne daher von der sozialen Hierarchie, von Ungleichheiten und Ausschließungen nicht lange schweigen. Und das wird ja oft genug entgegengesetzt. Die Identitätspolitik, die Anerkennungskämpfe versus Kämpfe um soziale Ungleichheit und Verteilungsfragen. Auch über kulturelle Rechte können nicht diskutiert werden, ohne die soziale Ungerechtigkeit in die Debatte einzubeziehen. Rommelsbacher versteht Kultur in einem sehr umfassenden Sinn als, wie sie sagt, als das Ensemble gesellschaftlicher Praxen und gemeinsam geteilter Bedeutungen, in denen die aktuelle Verfasstheit der Gesellschaft, insbesondere ihre ökonomischen und politischen Strukturen und ihre Geschichte zum Ausdruck kommen, so Rommelsbacher. Die Dominanzkultur bestimmt, wie sie weiterschreibt, das Verhalten, die Einstellung und Gefühle aller, die in einer Gesellschaft leben und vermittelt zwischen den gesellschaftlichen und individuellen Strukturen. Zitat Ende. In westlichen Gesellschaften sei sie, nochmal Zitat, vor allem durch die verschiedenen Traditionen von Herrschaft geprägt, die zugleich auch sehr unterschiedliche Dimensionen umfassen. Zitat Ende. In den Blick gerückt werden also jene Formen und Modi der Herrschaft, die über Kultur, über die Sichtweisen der Welt, über die Selbstverständlichkeiten unseres Denkens und über jene gesellschaftlichen Institutionen vermittelt sind, die Kultur produzieren. Kultur ist also kein spezifisches irgendwo zwischen regionalen, religiösen und historischen Essentialismen schwankendes Da- und So-Sein von Traditionen, Mentalitäten, Folklore oder Kulinarik. Kultur ist der komplexe soziale Ort und die Form der Produktion gesellschaftlichen Wissens und sozialen Sinns. Eine Sphäre, die ungleich zugänglich, herrschaftsförmig verfasst und ungleichheitsgenerierend ist. Also eben nicht merely cultural, wie Judith Butler formuliert, sondern mit handfesten materiellen Fragen um den Zugang zu Ressourcen immer verbunden. Ein Ort, auch an dem sich Gesellschaften und ihren Mitglieder einen Reim auf diese Verhältnisse machen und damit unter Umständen auch die Möglichkeit zur Veränderung dieser Verhältnisse bereithält. Kultur als eine Form zudem, die unabschließbar dynamisch und immer in Bewegung ist. Kultur ist das Zirkulieren von Bedeutung und Sinn, die in der Bewegung immer wieder neu belebt und konturiert werden. Zu den ungleichen Zugangs-, Teilhabe- und Deutungsverhältnissen, und das wollen wir betonen, also auch als Verhältnisse, gehören Sexismus und Heteronormativität, Rassismus und klassenbasierte Ungleichheiten. Sie sind aber eben nicht als voneinander unabhängig operierende soziale Teilungsverhältnisse zu verstehen, weshalb sie auch in dieser komplexen intersektionalen Konstellation entsprechend zu analysieren sind. Ebenso wenig sinnvoll erscheint es uns, sie entlang des alten und noch immer gescheiterten Musters, aber immer wieder neu belebt, möchte ich hinzufügen, des Haupt- und Nebenwiderspruchs zu kategorisieren, sie fein säuberlich zu kategorisieren, zu klassifizieren, beispielsweise als vertikale versus horizontale Ungleichheit, als askriptives Merkmal versus sozialstrukturelle Ungleichheitslage, das ist soziologisches Jargon, oder sie akribisch in Anerkennung versus Umverteilungskämpfe auseinander zu dividieren.
Das ist eine ausgesprochen falsche Unterscheidung, wie wir meinen, die verkennt, wie sehr Sichtbarkeit, Anerkennung und Repräsentation systematisch mit Ressourcen, Macht und Lebenschancen zusammenhängen. In der Formulierung der neuen sozialen Frage, so noch einmal der französische Soziologe Michel Viviorca, sind, wie er sagt, das Kulturelle und das Soziale von vornherein vermischt. Machtverhältnisse lassen sich also nicht in eine Rangordnung bringen, in der genau festgelegt wäre, welches der Hauptwiderspruch ist und welches die Nebenwidersprüche sein könnten. Menschen sind nie erst das eine und dann das andere. Erst etwa privilegierte Wissenschaftlerin und dann weiblich positioniert, lesbisch oder heterosexuell lebend, mit Migrations- oder proletarischem Hintergrund, mit Kindern lebend oder ohne. Identitäten verstanden als Selbstverhältnis, als Frage, die immer offen bleibt nach dem, wer bin ich? Diese Identitäten sind keine konstativer. Sie sind nicht gegeben, nicht fixiert. Vielmehr sind sie Ausdruck sozialer Relationen, aus denen wir etwas machen. Und auch dieses aus ihnen etwas machen können, war für uns sehr wichtig. Wir versuchen daher entschieden in diesem Buch gegen eine Essentialisierung sozialer Positionen als Blaupausen für Identitäten oder gar Haltungen einzutreten und anzuschreiben. Wer weiß ist, muss nicht rassistisch handeln oder denken, wohl aber anerkennen, dass er oder sie eine rassistische Dividende einführt. Diese Dividende kann wiederum unterschiedlich ausfallen, je nach weiteren Positionierungen entlang der Achsen etwa von Alter, körperlicher Disposition, Religion, Geschlecht, Sexualität, Bildung, Staatsbürgerschaft. Wer einer Bildungselite angehört, muss nicht elitär sein, wohl aber offen sein und dafür bleiben, auch dort systematisch von Privilegien zu profitieren, wo sie nicht bewusst in Anspruch genommen werden. Wobei auch hier Zugehörigkeit, Privilegien nicht für alle gleichermaßen garantiert. Wir alle müssen in Freundschaft zur Welt anerkennen, dass zu unserer verrotteten Gegenwart unbedingt die bisweilen unüberschaubar anmutende Komplexität gehört, auch selbst in solchen Konzentrationen mehrfach verortet zu sein, als Migrantin oder aus dem katholisch geprägten Landproletariat herkommt in der Bildungselite, als Lesbe auch weiß. Entsprechend dieser Komplexität muss sich die Diskussion auch von einem rechts wie links um sich greifenden positionalen Fundamentalismus lösen. Stattdessen müssen Fragen nach der Einbettung unterschiedlicher und gleichermaßen intim wie widersprüchlich verflochtene Teilungsverhältnisse in der Gegenwartsgesellschaft endlich entschieden in den Fokus der Diskussion rücken. Ja, und dann, um sozusagen vielleicht auch ein bisschen von der Programmatik oder von sozusagen diesen allgemeinen Ansprüchen und Formulierungen ein wenig ins Konkrete zu gehen. Wir haben in dem Buch ja verschiedene Diskurse, Bilder, Rhetoriken und ja, Artikulationsdynamiken analysiert. Dazu zählen etwa auch das schon angedeutete Bild, also das ganze Thema Körper und Körperbilder rund um Köln. Dazu zählt aber auch die verschiedenen feministisch oder sich als feministisch bezeichnenden Stränge und Rhetoriken, vielleicht kann man so sagen. Und wir wollten heute jetzt nochmal etwas aus jetzt zunächst dem Kapitel eben zu Körperpolitik lesen. Das heißt, das ist das Kapitel 3, Veränderung als Körperpolitik. Also es heißt eigentlich im Namen der Freiheit, zieh dich aus, Veränderung als Körperpolitik, wo es eben natürlich auch rund um Köln danach, aber auch davor ja auch sehr stark ging und wieder und immer wieder geht um den Frauenkörper, die Frauenkörper und wie sozusagen er angemessen sichtbar wird und was daran alles hängt. Als bekannt wurde, dass sexuelle Übergriffe und sexualisierte Gewalttaten auf der Kölner Domplatte stattgefunden hatten, suggerierte die Mehrzahl der Reportagen und Berichte, wie wir in einem anderen Kapitel gesehen haben, dass die Berichterstatter und Berichterstatterin sehr genau zu wissen meinten, was geschehen war. Die arabischen Migranten, Flüchtlinge hatten unsere, in Anführungszeichen, deutsche Frauen angegriffen. Dies mag ebenso richtig gewesen sein, wie es möglicherweise nicht die ganze Wahrheit ist.
Welche Frauen wurden von genau wem angegriffen? Und trifft es empirisch zu, dass sich Flüchtlings- und sexualisierte Gewaltthematik derart aufeinander abbilden lassen? Sind also geflüchtete Männer signifikant häufiger für sexualisierte Gewalttaten verantwortlich als biodeutsche, sogenannte biodeutsche Männer? Die polizeiliche Statistik gibt dies nicht her. Köln hätte nicht zu Köln einem Ereignis werden können und hätte folglich weder Wirkungsmacht noch einen Wahrheitscharakter entfaltet, wenn es nicht in die schon vorhandene Wissensordnung einer sexualpolitischen Islamkritik eingeordnet hätte werden können. Die Skandalisierung, grundsätzlich eine richtige, wie wir meinen, nämlich die Skandalisierung sexualisierter Gewalt gegen Frauen, wäre keine oder keine derartige gewesen, hätte nicht sofort scheinbar festgestanden, dass es sich um Geflohene, um andere, um die anderen handelte. Die Berichterstattung und die medialen Analysen von Köln folgten dabei einer hegemonialen Doppeldeutung, die sich bereits in den Monaten zuvor entwickelt hatte. Die große Zahl geflüchteter Menschen und ihre vermehrte Sichtbarkeit wurde begleitet einerseits von einer lebensweltlichen Kultur der Hospitalität, die oft genug als gutmenschliche Willkommenskultur diffamiert wurde, andererseits zugleich von einer Dämonisierung der anderen. Letzteres verdichtete sich als performative Verwerfung und Abwertung in der schieren Menge journalistischer und essayistischer Texte zum arabischen Mann, zur islamischen Männlichkeit, zur patriarchalen Prägung muslimischer Gesellschaften, ebenso wie in den Weiten digitaler Medien hier weniger schöngeistig eloquent, in Figuren wie dem notgeilen Muselmann. Besonders sichtbar und dadurch verstärkt wurde diese performative Verwerfung durch entsprechende Bilder. Das Dämonisierungsnarrativ des schwarzen Mannes, von dem sich vor allem Frau in Acht zu nehmen habe, amalgamiert bildlich zwei Differenzen, die sich dabei wechselseitig essentialisieren, schwarz-weiß und männlich-weiblich. Ins Bild gesetzt wird noch damit die primitive, weniger zivilisierte, durch Sozialisation einverleibte kulturelle Ontologie einer patriarchalen Misogynie des arabischen Mannes, die in Frauen nur Huren oder Heilige, nicht aber gleichwertige Menschen sieht und die sich davon abgrenzende sexuelle Reinheit der weißen Frau, die betatscht wird, die sich gleichermaßen züchtig wie heterosexuell sexualisiert zeigt und dabei bedeckt. In den Bildtextanordnungen, und wir haben ja einige der Bilder nochmal gesehen vorhin, also insbesondere das aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, Wochenendausgabe, genau. In den Bildtextanordnungen der Zeitungs- und Zeitschriftencover wird zunächst diese Evidenz erzeugt. Allerdings sei daran erinnert, dass diese Anordnung auch die Möglichkeit ihrer Kritik enthält. Und das ist vielleicht nicht sofort so offensichtlich. Evident scheint das, was in prägnanten Bildern sichtbar gemacht wird. Die Bedrohung weißer Weiblichkeit durch schwarze, also migrantische, sexuell aggressive Männlichkeit. Mit dem Erscheinen der Bilder wurde jedoch auch die Kritik an ihnen real. Und diese Kritik, die in den Bildern als Möglichkeit eingebaut ist, realisiert sich auch in unserem Text, so hoffen wir zumindest. Ein Text, der die Bilder verortet, analysiert und dabei die Evidenz, die sie erzeugen, als Totalisierung einer partikularen Lesart dechiffriert. Nämlich als visuelle Behauptung eines »So ist es« durch die Unsichtbarmachung vieler »So ist es auch«. Konkreter, ja, sexualisierte Gewalt von dunkelhäutigen Männern an hellhäutigen Frauen existiert. Ja, sexualisierte Gewalt begangen von arabischen Männern an arabischen, auch an christlichen oder atheistischen Frauen, existiert. Ja, es wird sexualisierte Gewalt von weißen Männern an dunklen Frauen ausgeübt. Ja, sexuelle Übergriffe finden statt zwischen Männern, von Frauen an Männern, von Frauen an Frauen. Dies zu sagen, immer wieder in die Debatte zu bringen und immer wieder auf die Spezifika und auf das Ausmaß sexualisierter Gewalt aufmerksam zu machen, ist keineswegs eine Relativierung konkreter Vorfälle. Es sollte schon gar keine Relativierung einzelner, immer spezifischer Gewalterfahrungen sein oder dazu genutzt werden. Die Chance, die nun auch von Bildern wie den hier
von uns besprochenen Titelbildern ausgewählter deutscher Zeitungen und Nachrichtenmagazine ausgeht, ist die Möglichkeit zur Thematisierung eines Problems. Das Problem heißt Sexismus, sexualisierte Gewalt. Manche sprechen hier auch von Rape Culture. Dieses Problem ist tatsächlich universal, jedoch darin immer kontextspezifisch. Allen Untersuchungen zum Thema Gewalt gegen Frauen zufolge gibt es, soweit wir das wissen können, sexualisierte Gewalt überall auf der Welt. In allen gesellschaftlichen Kontexten, über alle Schichten und Milieus hinweg, in allen Alterskonstellationen. Und die MeToo-Debatte zeigt uns das jetzt ja gerade in aller sozusagen Drastigkeit. Zugleich ist diese Pauschalisierung nicht ganz umfänglich angemessen, denn auch wenn dies so ist, so realisiert sich sexualisierte Gewalt eben kontextspezifisch. Und sie trifft, wie gesagt, auch Männer, sie wird auch von Frauen ausgeübt. Und auch wenn sexualisierte und darin vergeschlechtlichte Gewalt ubiquitär ist, so ist ihre spezifische Logik konkret verortet. Ich überspringe ein bisschen und würde dann auf den nächsten weitermachen, weil da ein ganz wichtiger Begriff drin vorkommt, den wir auch von Gabriele Dietzel, die da ist, mit aufgegriffen und weiter, hoffentlich weitergedacht haben. Hierfür, für die Darstellung und für diese Diskurs sozusagen Form, die wir gerade hier angedeutet haben, sind also Bilder und Illustrationen der Zeitschriftencover aufschlussreich. Ein schematischer oder realer, wenn auch nachbearbeiteter Adobe-weißer Frauenkörper, der von dunklen Männerhänden begrapscht und verschmutzt wird. Eine blonde, hellhäutige Frau, die von dunklen Männern bedrängt, gar penetrierend am Genital gefasst wird. In solchen Bildern, wie wir sie auf Covern reichlich sehen konnten, im Nachklapp sozusagen zu Köln, aber auch darüber hinaus immer wieder. In diesen Bildern wird der Westen, wird Europa, werden wir von einer Frau verkörpert. Sie steht in neorassistischer Manier für das Ganze des Westens, während die Männer das Ganze des anderen und die Gefahr personifizieren. Die Differenzkonstruktion ist hier nicht eindimensional nur Frau-Mann. Weiblich-männlich. Vielmehr inszenieren diese Bilder die komplexe Verklammerung von Geschlecht, Sexualität und Race, Rasse und Kultur. Weiblichkeit und Männlichkeit werden heterosexualisiert als aufeinander bezogene Körper gezeichnet. Sie als angegriffenes, gejagtes Objekt seiner, ihrer unkontrollierbaren Begehren. Sie allein, die anderen Männer als viele. Dadurch wird auf der einen Seite unsichtbar gemacht, dass sich Frauen und Weiblichkeiten im Plural als Vielfalt verwirklichen und dass mitnichten alle nackt, hell, weiß oder einer bestimmten anatomischen Form entsprechen. Auf der anderen Seite wird unsichtbar gemacht, dass es sich bei den anderen auch um Frauen handelt und dass diese, Männer wie Frauen, nicht primär als sexuelle Wesen wahrzunehmen wären. Die tatsächlich in diesen Bildern aber formulierte oder sichtbare Amalgamierung kann als Ethnosexismus bezeichnet werden, als, und ich zitiere, Intersection and interaction between ethnicity and sexuality in the ways in which each defines and depends on the other for its meaning and power. Auch Gabriele Dietze bezeichnet mit Ethnosexismus eine, wie sie schreibt, Kulturalisierung von Geschlecht, die ethnisch markierte aufgrund ihrer Position in einer angeblich problematischen oder rückständigen Sexualität oder Sexualordnung diskriminiert. Zitat Ende. Diese wiederum folgt einer historisch weit zurückreichenden rassistischen Stereotypisierung. Ja, also genau. Wir würden gerne was aus dem Epilog, also aus dem Dialog noch mal kurz. Ja, und dann noch genau. Aus der Einladung ganz nur das. Mal wieder neue Stellen in unserem Buch, die uns so gut gefallen und die wir gerne mit euch teilen wollen. Aber genau, das, ja. Dafür haben wir noch die Diskussion. Ich will jetzt nur noch mal kurz darauf hinweisen, ein weiteres Kapitel in diesem Buch, aus dem wir jetzt nichts vorlesen, dass die Überschrift trägt, sind alle Schwarze und Birgit Kelle sich einig? Feminismus im Strudel von Kulturessentialismus und Rassismus. Und Ines Kappert hat es ja eingangs schon eingesprochen,
Wir haben sehr bewusst bereits in den Untertitel des Buches Rassismus, Sexismus und Feminismus nebeneinander gestellt. Das mag ja zunächst einmal verwundern, sozusagen, wenn es nur geheißen hätte, ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus und Sexismus, hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, ja, ja, klar, ne, haben wir jetzt schon verstanden. Uns war es wichtig, den Feminismus in diese Reihe mit hineinzunehmen, weil wir tatsächlich nicht erst mit Köln, aber durch Köln besonders intensiviert erlebt haben, wie der Feminismus sozusagen hineingenommen wird in die Rassifizierung von Sexismus, umgekehrt wie in die Sexualisierung von Rassismus, dass Feminismus sozusagen in Dienst genommen wird für die Konstruktion rassistischer Antagonismen und das natürlich für uns als Feministinnen eine besondere Herausforderung darstellt, dass wir das nicht einfach abtun können, ach ja, das sind die rassistisch agierenden anderen, die das tun. Nein, es sind auch die Feministinnen. Wir haben uns also hier sehr explizit mit dem Feminismus von Alice Schwarzer auseinandergesetzt und dafür den Begriff des toxischen Feminismus gefunden. Also ein Feminismus, der sich nicht nur nicht distanziert, nicht hinreichend, überhaupt nicht distanziert von der rassistischen Veränderung, sondern diese aktiv mit betreibt. Daraus werden wir jetzt nichts lesen, aber darauf werden wir sicherlich in der Diskussion nochmal eingehen. Aber es war mir wichtig, das in diesem Kontext hier auf jeden Fall auch nochmal aufzurufen. Wir wechseln jetzt ganz schnell fast zum Schluss des Buches. Das Buch ist zu zweit geschrieben. Es ist eine auch wirklich zu zweit geschrieben. Es ist eine Duografie, keine Monografie. Um dem nochmal besonders Ausdruck zu geben, gibt es ein Kapitel, was tatsächlich als Dialog verfasst ist, um dem Raum zu geben, dass wir uns zwar an vielen Punkten einig waren, aber nicht an allen. Und wir in der Dialogform versucht haben, sozusagen auch nochmal Differenzen in den Sichtweisen zwischen uns beiden Raum zu geben. Und jetzt lesen wir zum Abschluss sozusagen noch ein kurzes Stück aus diesem Dialog. Ja, als vorletztes, weil ganz zum Abschluss kommt, aber nur ganz bisschen, kommt noch mal ein ganz bisschen aus der Einleitung, aber um eine Brücke in die Diskussion zu machen. Und vielleicht auch noch als Home Story zu diesem Ding, dass also dieser Dialog hier ist entstanden tatsächlich aus einem E-Mail-Dialog, den wir, also einen der vielen, die wir geführt haben, aber wo ich insbesondere sehr gezweifelt habe in so einem Moment an dem Buch und ich gedacht habe, irgendwie machen wir uns das zu leicht oder es funktioniert nicht. Und darauf aufbauend ist tatsächlich dieser als Dialog gehaltene Text Teil entstanden. Nicht nur E-Mails, sondern auch simple Text-Messages. Ja, sowieso. Aber wir können auch die Differenz machen. Du bist nicht auf Facebook, ich nicht auf Twitter. Also diese Kanäle haben wir nicht genutzt. Gut, also. Ich möchte, sage ich jetzt, noch mal auf die Passage zu sprechen kommen, die du von Paul Mecherill zitiert hast. Das hört sich für mich einerseits richtig an. Es hieße andererseits aber, verzeih mir an dieser Stelle meine grenzenlose Skepsis, ein Buch zu machen, in dem wir vor allem zuhören und notieren würden, was AfD, mehr oder weniger besorgte Wutbürgerinnen, CSU, Anti-Gender-Blogs, Petri, Martenstein, Höcke, Sarrazin, Sloterdijk, Kubi oder die vermeintlich coolen Tumblr-Girls der identitären Bewegung so sagen. Und zwar, das ist die Pointe, ohne dass wir zuvor genau wüssten, was die sagen und was wir dazu meinen. Ich hatte auch bei unserem letzten Buch zum Antigenderismus überlegt, ein Interview mit einem Akteur oder einer Akteurin aus dem im Buch beschriebenen und kritisch analysierten Spektrum zu führen und abzudrucken, um unsere Kritik und Analyse daran auch auszurichten. Im Übrigen rede ich tatsächlich vielfach mit vielen der eben erwähnten, tue ich ja tatsächlich, ich bin ja in München, in Bayern, ich habe es da so, und versuche, nicht so leicht wie hier manchmal, genau, und versuche, falls es leicht ist, egal, und versuche ihnen bestmöglich zuzuhören. Aber wir haben das nicht zum Gegenstand des Buches, also hier auch nicht sichtbar gemacht. Ich finde ja, auch im Sinne der Politisierung des Zuhörens, wie Christina Thürmer-Rohr fordert, dass wir lernen, zunächst den anderen, den seitlichen Stimmen zuzuhören, also jenen, die sehr wohl sprechen,
aber deren Stimme verzerrt wurde und nicht gehört wird. Das Sprechen von AfD und anderen ist ja im Gegensatz dazu nicht nur ein Sprechen, dem sehr intensiv zugehört wird, sondern auch ein gewaltvolles Sprechen in dem Sinne, als dass es beansprucht, das einzig legitime Sprechen zu sein, das kein anderes neben sich duldet. Insofern also der Idee des Denken von anderswo, der erweiterten Denkungsart, wie sie Hannah Arendt im Anschluss an Kant vor Augen schwebt, diametral entgegensteht. Aus meiner Sicht wollten wir übrigens ein Buch schreiben. Übrigens. Wir sind fast am Ende des Buches, ne? In dem wir das lang existierende andere, feministische, postkoloniale, antirassistische, intersektionale Wissen zu all diesen Fragen sichtbarer machen. Denn das ist in den öffentlichen Debatten eben nicht präsent. Diese Stimmen sitzen nicht bei Frank Blassberg, Anne Will, Sandra Maischberger und wie sie alle heißen. Ob uns das allerdings gelungen ist, müssen andere entscheiden. Ich möchte dir gern recht geben, aber ich fürchte, so klar ist das eben nicht. Wenn wir empirisch-soziologisch hinschauen, müssen wir zunächst konstatieren, dass bestimmte Milieus, Gruppen und Personen sich genau so vorkommen. Abgehängt, marginalisiert, exkludiert, fremd, fremd geworden, diffamiert, stigmatisiert, unterdrückt, nicht repräsentiert. Als andere des Systems, andere der Eliten, der Hegemonie. Und das sind derzeit sicher nicht nur, doch vielleicht in besonders lauter Weise genau diejenigen, die wir aus, ich meine, guten empirischen Gründen wie Einkommen, Deutungsmacht, Anerkennung, also die wir für hegemonial halten, weiße, heterosexuelle Menschen. Durch die Ausweitung der Subjektzone haben wir etwas zu verlieren, tatsächlich. Und damit beschäftigen wir uns im Buch nicht. Arendts Aufforderung ist ja eine Anforderung an alle, immer, auch an uns. Und das heißt, Komfortzonen der Einteilung in die wir hegemonial, marginal, legitim, illegitim, die wir für uns nutzen, von denen aus wir denken, die müssten auch wir zugunsten der Infragestellung unserer Sicherheiten verlassen. Wir können das nicht nur von allen anderen erwarten, es gilt auch für uns. Ja, aber wenn unsere Aufgabe als Intellektuelle ist, die Bedingungen von Hörbarkeit zu rekonstruieren, so stellen wir doch ziemlich schnell fest, dass die Ressourcen hier ungleich verteilt sind. Maria do Mar Castro Varela hat kürzlich in einem Taz-Artikel noch einmal darauf hingewiesen, dass wir sehr genau fragen müssen, wer die Chance hat, seine oder auch ihre Wahrheit durchzusetzen. Auch wer auf welche Ressource zurückgreifen kann, um die eigene Situation zu deuten und sich Gehör zu verschaffen, muss hier sehr genau betrachtet werden. Wer zum Beispiel kann auf Rassismus zurückgreifen als Distinktions-, Differenzierungs- und Diskriminierungsressource? Das können Weiße. Das würde bedeuten, wir dürfen nicht in Abrede stellen, dass sich viele derjenigen, die, wie ich finde, immer noch Teil der Hegemonie sind, auch wenn sie sich, um mit Raven Connells Begrifflichkeit zu sprechen, in Positionen der unterworfenen Komplizenschaft mit der Hegemonie befinden, in der Tat abgehängt fühlen. Doch müssen wir dem auch analytisch folgen? Müssten wir nicht vielmehr davon sprechen, dass wir in einem Zeitalter sozialer Ungleichheit in historisch vielleicht nie gekanntem Ausmaß leben, statt der Formel des Zeitalters des Populismus zu folgen und dementsprechend jenen, die in der Tat ökonomisch marginalisiert sind, und kulturell das Gefühl haben, delegitimiert zu sein, ein progressives, emanzipatorisches Angebot machen, statt sie als ewig Gestrige abzutun. Ich möchte auch betonen, dass wir danach fragen müssen, wer die Chance hat, Gehör zu finden mit den eigenen Anliegen und wer diejenigen sind, die jene Gefühle wiederum instrumentalisieren und sie für xenophobe Politiken missbrauchen. Die Wortführer der AfD beispielsweise sind jedenfalls nicht Teil der abgehängten oder prekarisierten Mittelschichten, sondern etwa in Berlin, beispielsweise als Staatsanwälte, Professoren und Richter, Mitglieder des Staatsapparates. Was wir dringend brauchen, ist eine Alternative zur Politik der Schuldzuweisung und zu der erst recht destruktiven Politik der Konfrontation und Feindseligkeit, wie sie derzeit en vogue ist. Meines Erachtens sind wir, wie ich schon andeutete, in einer Art Kulturkampf verstrickt, wir alle. Ich denke, es geht um eine handfest werdende Auseinandersetzung um Differenz. Und es stehen sich derzeit zwei Ausrichtungen gegenüber.
diejenigen auf der einen Seite, die einen reflexiven Umgang mit Differenz als sozialen Prozess der Differenzierung setzen und jene andererseits, die Differenz oder Differenzen ontologisieren, als gegebene Wesenshaftigkeiten voraussetzen und paradoxerweise wiederherstellen wollen, wo sie angeblich verloren zu gehen drohen. Das ist ja der Kern der identitären Bewegungen, der völkischen Strömungen in manchen Parteien, auch in der Idee von Leitkultur, sofern sie als Essenz, Schweinshaxe, Handschütteln, Feinripp, bei offenem Fenster schlafen, man weiß es nicht, verstanden wird. Diese Ontologisierung von Differenz betreiben zum Teil auch jene, die meinen, im Namen der Ausgegrenzten zu sprechen. Sie rechtfertigen sich selbst im Sinne von Adorno oder Mecheril, indem sie Differenzen und damit auch sich selbst absolut setzen. Auch hier wird ähnlich fundamentalistisch argumentiert. Wenn beispielsweise im Kontext der Popkultur empört beanstandet wird, dass und wie sich Cultural Appropriation vollziehe, etwa in der als zutiefst rassistisch interpretierten Praxis von Weißen Dreadlocks zu tragen. Die Logik ist zunächst dieselbe. Um die Unterscheidung zwischen uns und denen überhaupt plausibel machen zu können, werden Differenzen behauptet. Die sind die, weil sie nicht wir sind. Und wir sind wir, weil wir nicht die sind. Und die sind nicht wir, weil sie anders sind. Deshalb sind sie nicht wir. Und so weiter und so endlos fort. Dass dies in vorgeblich postfaktischen Zeiten im Kontext von Fake News und alternativen Fakten nicht zwingend auf Evidenzen oder auch nur annähernd nachvollziehbaren Begründungen beruht, das ist ein wesentliches Problem der Gegenwart. Und es ist nicht nur ein Problem, weil dabei gelogen werden kann, dass sich die Balken biegen oder biegen müssen. Nein. Dann sind wir fast am Ende und möchten eine Brücke zur Diskussion und vor allem zu dem Kommentar bauen. Ach so, danke. Zu dem Kommentar bauen, indem wir noch ganz kurz wiederum aus der Einleitung nochmal bündig formulieren, was wir mit dem Buch wollten und was, glaube ich, auch für uns hier heute Abend ein Leitmotiv sein kann. Es ist uns darum zu tun, daran zu erinnern, dass Kulturen von Menschen geschaffene Strukturen von Autorität und Partizipation sind, wohltätig in Bezug auf das, was sie umfassen, einschließen und validieren, weniger wohltätig in Bezug auf das, was sie ausschließen und degradieren, wie Edward Said in Kultur und Imperialismus, Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht schreibt. Kultur ist kein Gehäuse der Hörigkeit, das Weber, das uns dazu verdammt, uns herrschaftskonform zu verhalten. Kultur ist auch reflexives, skeptisches und kritisches, ist dissidentes Handeln. Kurzum, statt Differenz identitätslogisch zu denken, wollen wir in Differenz über Differenz nachdenken und zwischen Differenzen differenzieren. Es wäre in diesem Sinne ein grobes, aber für die gegenwärtige politische Kultur womöglich symptomatisches Missverständnis, wenn die das Buch durchziehende Kritik an fundamentalisierenden Redeweisen so gelesen würde, als wollten wir diese zum Schweigen bringen, gar zensieren. Im Gegenteil, wir müssen reden, auch über unser Reden. Amen. Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide, an Sabine Hagen und Paul-Irene Villa für die Einblicke und auch dafür, dass ihr eure Freude an dem Buch mit uns geteilt habt. Und jetzt freue ich mich. und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar, Maisha Uma. Okay, ich lese jetzt den Rest. Nein, mache ich nicht. Ich möchte gern damit beginnen, zu sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass es dieses Buch gibt. Ich finde, also ich möchte gern da einsteigen, dass sehr viel, also das Reden über Köln hat sehr viel diskursiven Müll produziert
Und als ich gehört habe, dass ihr ein Buch geschrieben habt, ich habe es relativ spät gehört, weil ich im Augenblick nicht in the loop bin. Ich kriege ganz viel nicht mit. Ich habe es relativ spät von Ines und von Peggy, Ines Karpat, Peggy Piesche. Danke nochmal an euch für die Gelegenheit hier, mich damit auseinanderzusetzen und für die Einladung. Also auf jeden Fall, als ich gehört habe, dass ihr ein Buch geschrieben habt und geschlechtertheoretisches Wissen produziert habt zum Silvester, zu Silvesterereignis, Silvesternacht in Köln, Jahreswende zu 2016, war ich sehr erleichtert. Ich finde das sehr erfrischend, geschlechtertheoretisches Wissen dazu zu haben, weil es uns ermöglicht, über Köln zu reden in der tiefen Struktur. Also mehr zu schauen, wie, also ihr habt ein Sinngebäude, einen Zusammenhang gemacht und da sind verschiedene Aspekte, die ihr kapitelweise geschrieben habt, die ich finde, die auch nicht chronologisch gelesen werden müssen, sondern es ist möglich, nur ein Kapitel zu lesen und das wegzulegen und woanders anzusetzen. Und das sehr programmatisch finde ich sehr erfrischend, muss ich auch sagen. Also es ist immer so sehr dialogisch, nochmal darauf hinzuweisen, was wir hier eigentlich machen wollen und wie wir es machen. Und eventuell erreichen wir nicht den Punkt, aber eigentlich gehen wir jetzt hier los und haben die Absicht. Das fand ich sehr charmant. Genau. Ich habe jetzt mich entschieden für meinen Kommentar, als ich überlegt habe, auf welche Struktur habe ich Lust, habe ich überlegt, dass ich mir prägnante Punkte aus eurem Sinngebäude heraussuchen möchte. Und das sind jetzt so ein bisschen meine Faszinationen. Und diese Faszinationen sind sowas wie einmal würde ich gerne bestimmte Punkte hervorheben und verstärken, die ich finde, die sehr prägnante, aussagekräftige Punkte sind aus meiner Sicht als Lesende. Und dann würde ich gerne, dann gab es Punkte, an denen für mich als Lesende die Verknüpfung mit eurem Sinngebäude, Theoriegebäude sehr, also nicht ganz klar geworden ist, sehr lose. Also das ist sozusagen dann mein zweiter Modus. Und schließlich komme ich zu einigen Punkten, wo ich denke, ich bin nicht einverstanden. Also die ich gerne problematisieren möchte. Genau. Also wo ich dann sozusagen eure Thematisierung, um euer eigenes Wortbild zu benutzen, befragen möchte. Und das Ganze habe ich als Möglichkeit verstanden, mich mit eurem Sinngebäude auseinanderzusetzen. Das habe ich wirklich sehr gerne bisher gemacht. Genau. Ich fange jetzt an mit meinen Faszinationen und mit den Punkten, die ich finde total stark sind und die sehr gelungen sind aus meiner Sicht. Und gelungen ist bei mir immer sowas, was ich als die Möglichkeit oder die Kraft, soziale Räume zu transformieren und die gleichstellungsorientierter zu machen. Also das meine ich mit gelungen. Ich meine jetzt nicht ganz neoliberalistisch irgendwas mit gelungen, aber genau. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das nochmal hinterher schieben. Genau. Es sind zwei Punkte, die ich hervorheben will. Es sind wirklich mehr als zwei Punkte, aber ich habe mich angesichts der Zeit entschieden, mich auf jeweils zwei Punkte zu beschränken. Ich finde das total spannend, was ihr mit Differenzen macht. Und ich finde schon diese Überschrift ganz zu Beginn, in dem ersten Kapitel ist es, glaube ich, wo ihr schreibt, Differenzen befragen. Das war mir noch nicht so richtig klar, was ihr damit machen wollt. Und ich möchte wirklich maximal 7 Zeilen lesen, glaube ich, versprochen, aus dem ersten Kapitel, wo ihr einmal gegen Komplexitätsreduktionen argumentiert, Seite 28, relativ unten. Genau, da schreibt ihr, wer Komplexitätsreduktion nicht für eine angemessene Strategie hält, also wer sozusagen mehr komplex denken will, it's more complex, wer sich nicht damit zufrieden geben will, Gefühle gegen Statistiken, Zahlen gegen Affekte auszuspielen, wird deshalb nicht umhinkommen, sich den Dingen von Belang, den Dingen, die uns angehen, mit Leidenschaft, Empathie und mit dem Willen zur Differenzierung zuzuwenden. Leidenschaft und Empathie waren für mich hier sozusagen die Zugänge, die ich total interessant fand, um Differenzen filigraner, auch als friemelige Angelegenheit nochmal anzugehen. Die restlichen beiden Stellen, die ich lesen will, sind noch kurzer, weil worauf ich hinauskommen will, ist nämlich euer Zugriff auf Differenz, wo ihr schreibt, Seite 29, dass es eigentlich gar nicht die Unterschiede, die Differenzen das Problem sind, sondern die damit verbundenen Herrschaftslogik bzw. die Herrschaftstechniken der Dehumanisierung. Ich lese es dann nicht, sondern paraphrasiere das. Und schließlich auf Seite 33 sprecht ihr davon, und das finde ich auch einen sehr prägnanten Punkt, in der Manipulation oder Ausbeutung von Differenzen zu Zwecken der Machtsicherung, nämlich, dass ihr artikulationstheoretisch argumentiert und sagt, dass Köln ein
dichter Punkt, ein Knotenpunkt ist, ein prägnanter historischer Moment ist und dass dort sozusagen einiges dazu zu lernen möglich ist, wie die operative Strukturen und die Artikulation von Rassismus, Sexismus und Feminismus, die eben halt in Köln sozusagen in diesem historischen Moment sich gezeitigt haben, dass wir da lernen können, wie Differenzen manipuliert wurden, um einen reflexiven Umgang mit Differenzen möglich zu machen. Alternative Politiken, ich weiß gar nicht, er nennt die Solidarisierung teilweise, also das, was ja eher am Ende eures Buches dann eben halt besprecht. Das fand ich sehr spannend. Den zweiten Punkt, den ich sehr stark finde, war gleich zu Beginn in der Einleitung, wo er darauf hinweist und das hast du auch vorgelesen, Paula, aus der Stelle, nämlich, dass die Voices von Überlebenden, dass Artikulation, die Intervention, sprachliche Handeln von Überlebenden im Sinne von Widerstand, im Sinne von überhaupt einfach sich Luft verschaffen, dass sie nicht vorkommen in dem Buch, aber dass er die mitdenkt. Das finde ich wichtig. Es ist ja klar, dass das ja sozusagen auch in der Vertiefung der Diskussion nicht abgeschlossen ist. Das, glaube ich, macht er sehr stark klar, sondern dass es einfach aus meiner Sicht ein prägnanter Punkt ist, um die Diskussion auch mit sozialwissenschaftlich informierten und geschlechtertheoretisch informierten Blicken zu strukturieren. Also so habe ich es aufgefasst. Genau, also den Hinweis auf diese Erasure fand ich gut. Jetzt verliere ich hier gerade meine Blätter. Danke, Ines. Ich brauche noch ein paar Hände. Nö, ich sitze gerne. Und dann komme ich zu der zweiten Schleife, nämlich zu der Stelle, wo, also ich habe das für mich so mit Leerstellen oder wo für mich eine längere Erklärung oder eine Einbettung von eurem Sinngebäude eben halt so ein bisschen gefehlt hat. Ihr habt die Stelle jetzt doch nicht mehr gelesen, wo es um Körperpolitiken geht, Body Politics und diese Diskursfigur von phallische Frauen. Und das war für mich ein bisschen kurz gekommen. Ich werde es noch phallische Frauen. Und also eine offenbar zentrale Diskursfigur an diesem Artikulationspunkt, wenn es die Diskussion über Sexual Harassment Culture, Rape Culture unter Vorzeichen von Rassismus und Sexismus und Femonationalismus. Genau, so ungefähr. Also auf jeden Fall kam mir diese Diskursfigur ein bisschen kurz und da fehlten mir auch noch ein paar interagierende Diskursfiguren und ich werde die eine auch nochmal nennen, wo es mir um die Thematisierung von Masculinities in der tiefen Struktur der Thematisierung von oder unserer Reden über Köln. Also das lasse ich mal so ganz unabgeschlossen und hoffe, dass ich einfach nur markiere, dass mir diese Figur, also dass mir die Einbettung nicht richtig klar geworden ist in meinem Sinngebäude. Genau. In der zweiten Schleife mache ich den zweiten Punkt und gehe dann weiter. Der zweite Punkt, wo bei mir sowas wie eine Leerstelle war oder nicht ganz stark eingebunden, war nämlich die Frage von die Relevanz von Fluchterfahrungen. Diese Gruppe, die da sozusagen kriminalisiert wird, wann ist eine Gruppe von Personen, zu deren Koordinaten sein in der Gesellschaft, gehört auf jeden Fall Fluchterfahrung. Das habt ihr sehr implizit. Ich finde, dass ihr eher thematisiert habt, wie die Zuschreibung von einer muslimischen Sozialisation beziehungsweise islamophobische oder antimuslimischen Rassismus, wie das sozusagen als Differenzebene bemüht wird, um eine Versämtlichung sozusagen zu erwirken. Was ich finde, was da relativ implizit gesetzt worden ist, ist eben halt Fluchterfahrung. Ihr wechselt begrifflich, ihr schreibt sehr viel Flüchtling zum Beispiel, was ich nicht wusste, ob das eine ironisierende, also es war eher referierenden Charakter von Flüchtling zu sprechen. Ganz zum Schluss, wo ihr über die alternativen Politiken und Solidarisierungspolitiken sprecht, ihr von geflüchteten Jugendlichen, die in unbegleitete Minderjährige, da sprecht ihr von geflüchtet. Aber ansonsten habt ihr, wenn ich durchzählen würde, eher ganz stark Flüchtling und dann zwischendrin mal Fluchterfahrung und dann zum Schluss geflüchtete Menschen. Und das war mir nicht so ganz klar, ob das eine bewusste Entscheidung war, wie das zustande kam in dem gemeinsamen Schreibprozess. Daher Nachfragen, Responses dazu, wo die spannend finden. Jetzt komme ich zur letzten Schleife. Die letzte Schleife ist, wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Die letzte Schleife ist a little bit longer, ein bisschen länger, aber ich versuche das auch mal knapp darzulegen. Ich hatte einige Schwierigkeiten. Ich habe schon gesagt, ich würde gerne ein paar Sachen, zwei Dinge problematisieren.
Euer Buch, euer Essay macht einige Dinge sichtbar und macht andere dafür unsichtbar oder schwer thematisierbar. Das ist in jeder diskursiven Intervention auf jeden Fall da. Es ist ein Dilemma. Es ist ein reflexives Dilemma. Wir können uns nicht daraus bewegen. Aber in der Auseinandersetzung mit eurem Buch würde ich gerne zwei Punkte thematisieren, die ich finde für die Tiefenstruktur von dem Reden über Köln, über die Ereignisse in Köln eben halt für mich interessant oder wichtig wären. Nämlich einmal verwendet ihr den Begriff Nativism. Nativism, nativistische Zuschreibungen oder Beweggründe. Und das habt ihr jetzt nicht so stark thematisiert, als ihr gelesen habt, weil ihr den Teil zu Femo-Nationalismus als Konzept, was an Homo-Nationalism, Homo-Nationalismus sozusagen dialogisch angedockt ist oder so, ihr habt davon nicht gesprochen. Also ein Teil kann ich nachvollziehen, warum ihr diesen Zugang verwendet. Dieser Zugang bringt aus meiner Sicht aber mehr Probleme, als dass er reflexives Gerät, um die Tiefenstruktur voranzutreiben, mitbringt. Nämlich zwei Linien. Einmal ist der Begriff von Nativism und das ist sozusagen die Kritik jetzt. Wir haben unterschiedliche Referenzen. Wir haben kurz schon im Vorgespräch irgendwie so ganz kurz durchgehechelt, wo unsere Faszinationen sind, haben schon gemerkt, wir haben unterschiedliche Zugänge. So wie ich diesen Begriff kenne ich ihn recycelt jetzt neu, politikwissenschaftlich eher in der Debatte um Politics of Resentment, also in der Zeit von Trumpism, wo es darum geht, dass es bestimmte Gruppen von der Dominanz gesellschaftlicher Gruppen, vorwiegend weiße Gruppen, vorwiegend male-identifying Gruppen, die jetzt Abwehrreaktionen haben gegen Diversifizierung. Ich nenne es einfach mal Diversifizierung von sozialen Räumen. Und der Begriff geht zurück auf ethnologische und kulturanthropologische Arbeiten, den Teil, den ich verfolgt habe, die tatsächlich ins 19. Jahrhundert zurückgehen, in den nordamerikanischen Kontext und davon von weißen Bewegungen sprechen, die Abwehrbewegungen entwickelt haben und auch sowas Verinselung sozusagen verursachen und ihre Ressourcen schützen wollen und sich dann Native Americans genannt haben. Also weiße Leute haben sich sozusagen, weiße Settlers haben sich Native American Movement genannt. Und das war jetzt der lange Tangent zu meiner Kritik. Es löscht First Nations Leute aus. Also es löscht Leute, die eigentlich sich als Indigene, als Native Americans bezeichnen. Es ist eine Erasure. Es löscht sie in dem diskursiven Zugang eben halt aus. Und das finde ich problematisch. Und jetzt komme ich zur zweiten Linie. Weil wenn wir über Sexismus, die Verknüpfung von Sexismus, Rassismus und Feminismus sprechen, dann gehört sowohl zu der rassismuskritischen Analyse Settler Racism zu thematisieren. Das ist eine von den Linien, die wahnsinnig wichtig sind aus Sicht von obviously nordamerikanischer Raum, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika in Teilen. Also das ist eine Linie, die wichtig ist und die ist aber auch wichtig, um Decolonial Feminism zu verstehen, weil das sozusagen ein Analysestrang ist. Also der Teil, da würde ich tatsächlich sagen, dass aus meiner Sicht der Begriff mehr Gepäck, mehr machtgesättigtes Gepäck mitbringt als reflexives Gepäck. Genau. Und dann komme ich zu dem letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist auch ein bisschen friemlich und auch angedockt an diese Diskursfigur mit der phallischen Frau. Nämlich, ich hab so über mehrere Runden die Kapitel angeguckt, mir die Notizen angeschaut und dachte irgendwie zu der tiefen Struktur von dir, als diskursive Intervention sind die Körper, und deswegen fand ich es ganz gut, Ines, dass du die Bilder gezeigt hast, von weißen dominanzgesellschaftlichen Subjekten relativ unsichtbar. Also weiße Männer hab ich hier jetzt wenig bebildert. Es gab so einige starke Bildmetapher, die ich jetzt nicht wiederholen will. Ein paar hast du vorgelesen. Und darin habe ich keine Bildmetaphern gefunden, die diese dominanzgesellschaftliche White Masculinity Position, dominante Männlichkeiten thematisieren. Und meine Behauptung ist, also es geht nicht darum, dass sie jedes Mal thematisiert werden sollen, aber zu dem Reden von über Köln finde ich es wichtig. Und das würde ich nämlich gerne noch mal kurz versuchen, prägnant zu machen. Verliere hier alles. Brauche ich auch sowieso nicht mehr. Kann ich ablegen. Worauf ich hinaus will, ist die Timeline
bis es zu Köln kam. Köln hat sozusagen eine Timeline unabgeschlossen davor und unabgeschlossen auch bis jetzt. Und so wie, also wenn wir uns erinnern an Köln Ende 2015, Anfang 2016, davor im Herbst war ja die große Fluchtbewegung, die interessanterweise medial, so viel zum Livestreaming, fast in Echtzeit sozusagen verfolgt wurde und dadurch uns, für mich, ich spreche von mir aus, das Gefühl gegeben hat, diesen Weg mit den Beschwernissen von den Personen, die jetzt im Fokus, also gerade in der Flucht sozusagen begriffen waren, mitzubekommen. Und das hat auf eine gewisse Art Gefühlsarbeit geleistet. Und diese Gefühlsarbeit will ich gar nicht, also eine gesellschaftliche Gefühlsarbeit geleistet. Ihr schreibt auch von imperialer Gefühlsarbeit. Eine Gefühlsarbeit geleistet, in dem zum Teil und nur zwei Linien sowas Heldinnenhaftes da drin war. Die marschieren diesen Weg, die werden mitgenommen von bestimmten Personen, diese Bilder werden gezeigt. Und daher München, als dann eine Gruppe in München ankam, die Leute warteten schon. Es war schon fast wie so ein Marathon. Und die Leute stehen irgendwie am Bahnhof und klatschen. Und mein Ding war auch irgendwie so, ja, die erste Gruppe hat es geschafft irgendwie. Das war sozusagen eine Linie, die auch Gefühle mobilisiert und auch in der Öffentlichkeit Gefühle mobilisiert. Und die zweite Linie war das, weil es Menschen, und daher mein Hinweis auf Fluchterfahrung, dadurch, dass es Menschen sind, zu denen Fluchterfahrungen gehört, und wir haben auch Bilder gesehen von Personen, die zu ihnen gehört haben, die es nicht geschafft haben, die dann ertrunken sind und im Mittelmeer, und auch die Zahlen dazu gesehen also das war auch präsent, war auch sowas wie, es ist eine gesellschaftliche Fürsorge, es war auch sowas wie, es ist eine Versehrtheit oder eine Wunde, die thematisierbar ist, und es ist sowas wie, Menschen haben Leid erfahren und die Gesellschaft muss eine Antwort darauf finden. Fast am Ende. Das heißt also, dass für mich zu diesen Bildern, und ihr habt ein Kapitel zu Bilderpolitik, einen Umgang mit Bildern und wie wir lesen lernen und auch intersektional lesen lernen und auch kritisch lesen lernen und mit Lesen was machen. Lernen ist sehr, sehr pädagogisch und klingt auch sehr normativ. Ich nehme das mit dem Lernen zurück. Kritische Lesepraktiken entwickeln gemeinsam. Da war sowas in der Gesellschaft, und da kommen jetzt die Gefühlsarbeit, imperiale Gefühlsarbeit, dass so ein Bild kam mobilisiert und daher die dominante Masculinity, dass die kriegen, für sie wird alles gemacht. Die werden umsorgt, die bekommen Zuwendung, für sie wird alles gemacht und die werden beschützt. Also beschützt, also es war auf jeden Fall irgendwas wie Schutz und Sorge, also Caregiving. Die bekommen Caregiving, es gibt da Sorge für die, die Gesellschaft trägt Sorge für die, und für uns trägt keine Person Sorge. Deswegen fehlt mir mindestens eine Diskursfigur und vielleicht mehrere, die auch tatsächlich irgendwie im komplexen Spiel miteinander sind. Und jetzt zitiere ich sehr ungern aus dem Kapitel Toxischen Feminismus und nenne auch die Namen nicht, aber herausgelesen aus den Artikulationen aus dem Toxischen Feminismus. Dort wird zur Sprache gebracht, dass während der Ereignisse in Köln am Kölner Dom, dass da dann weiße deutsche Männer, dominanzgesellschaftliche Masculinities, Männer, da standen und gedemütigt wurden, weil die eben halt, also es sind, ich wollte den Namen nicht sagen, aber okay, du hast es gesagt, genau, richtig, das meinte ich aber, nee, aber das habe ich ja gesagt, ihr sagt das nicht, das ist völlig klar, aber auf jeden Fall sage ich nur, dass die tauchen in eurem Sinngebäude eher an dem Punkt auf, wo ihr das referiert, weil da werden die sozusagen thematisiert, dass sie sich gedemütigt gefühlt haben. Es ist absoluter Gesetz. Die wurden gedemütigt. Und irgendwie, und jetzt bin ich tatsächlich am Ende von meinem Kommentar, irgendwie ist bei mir so ein Bild, dass diese Timeline, dass die Art, wie wir über Köln jetzt sprechen, wäre nicht möglich, wenn diese Gefühlsarbeit nicht vorher, die offen war, die war ergebnisoffen. Sowas wie Empathie zu haben, sowas wie sich zu freuen, auch sowas wie Menschen, also diese Differenzkategorie, Differenzlinie, Fluchterfahrung, hat auch dadurch sozusagen sowas wie mehr Freiheitsrechte. Also auch Leute waren irgendwie, klar sollen sie sich bewegen können, klar sollen, nehme ich die mit, klar bin ich auf der Autobahn oder der Zug soll sie einfach mitnehmen, wie auch immer. Also irgendwie ist da eine Verschiebung passiert, und diese Verschiebung war sehr gefährlich und auch für die Machtsicherung irgendwie gefährlich. Und das ist mein Argument, dass ich finde, dass ihr eine Unsichtbarkeit produziert, was dominante Masculinities angeht. Das ist eigentlich die lange Rede, um das dann gesagt zu haben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich würde jetzt einfach die
die Fragen, die Maisha aufgeworfen hat, direkt an euch weitergeben. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, aber wir müssen auch nicht ganz pünktlich schließen. Mein Vorschlag wäre, dass ihr jetzt hier nochmal die Gelegenheit nehmt, auf die Anmerkung von Maisha Auma Bezug zu nehmen, und dann öffnen wir sofort für ihre Fragen. Nee, also es gibt mal ganz schnell sozusagen ein bisschen sortiert für mich. Ich glaube, ganz viele der Punkte, Maisha, die du, vielen Dank, auch so prägnant und gründlich sozusagen dargestellt hast, ich glaube, die könnte ich jetzt auch gar nicht schnell beantworten, ja, im Sinne von ist nicht oder ist doch oder haben wir nicht oder wie auch immer, sondern sind total zentrale Anregungen, die ganz sicher einfach zu dem Text gehören und weiter sozusagen auch in der Rezeption oder in der Rede darüber thematisch bleiben müssten auch. Ich finde diesen letzten Punkt, ich denke da gerade noch drüber nach, finde ich total interessant. Als wir gemailt haben, kurz vorher hatte sich mir das so gar nicht erschlossen. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, was du meinst, und ich finde das einen total interessanten Punkt. Also ich hätte das wirklich tatsächlich gar nicht so miteinander zusammengedacht. Auch wirklich diese Bildpolitik gerade mit den Teddy, also dieser Kitsch auch teil, das ist ja, wir waren ja auch sehr eigenartig, also fragwürdige, dubiose Bilder zum Teil, also auch in ihren Effekten, ne, mit den Teddybären in München am Hauptbahnhof und diesen Bergen von Klamotten, und also da war irgendwie so eine Art Kitsch, aber gleichzeitig genau auch eine ganz starke Sichtbarmachung von der zivilgesellschaftlichen Willen und Fähigkeit, auch mit und durch Differenzen hindurch sich zu solidarisieren und zu sagen, da sind welche, die kennen wir nicht, wir wissen nicht, wie die sind und so, aber die haben Not, also jetzt so ein bisschen pastoral gesprochen irgendwie, und den müssen, den wollen wir helfen, und ich würde dir völlig recht geben, das sind ganz wichtige Bilder, und wie sich das zu den, also wiederum ja, tatsächlich Demütigungs Imagination sozusagen dann verhält mit nach Köln. Das ist echt eine total interessante Frage. Also ja, müssen wir einfach im Gespräch bleiben oder gucken. Und sofern wir das da nicht thematisiert haben im Buch und so, ich weiß nicht, ja, also sicherlich sozusagen, ob wir das so verunsichtbart haben, offensichtlich, oder es taucht nicht auf, wie weit man das dem Text so zuschreiben kann, weiß ich nicht, aber ist erstmal so, und ist die Frage, wie damit umzugehen. Einen kleinen Punkt an der Stelle wollte ich doch noch anmerken. Als Bild im engeren Sinne taucht es im Buch nicht auf, aber wir haben schon drüber geschrieben, wie zum Beispiel, und das war ja unfassbar, finde ich, das war eine auch der Fassungslosigkeiten bei uns am Anfang beim Schreiben, wie sich also gestandene, kluge, gebildete Feuilletonisten-Männer ohne Not sich hinstellen und sagen, wir sind ja total frei von diesem Ganzen. Wir haben ja gelernt, uns total frei zu halten von Sexismus. Wir sind ja so nicht, wir haben das gelernt, und jetzt kommen die und reimportieren das, wo wir es doch gerade hinter uns gebracht haben. Also wir waren echt so ein bisschen fassungslos, ich glaube viele auch, dass das nicht ironisch ist, dass das so ungebrochen ist, dass Leute, Männer in dem Fall, da sich hinstellen und sagen, wir sind total toll, und jetzt kommen die und beschmutzen uns hier wieder oder bringen irgendwas Primitives wieder ein. Also insofern, vielleicht so taucht diese Figur etwas auf, die ja auch in dem Zeitdossier, vielleicht erinnern sich einige, auch du hast ja viel drüber gearbeitet, Gabi, wir haben es auch im Buch ein bisschen aufgenommen, das Zeitdossier gab so eins kurz nach der Januarnacht in Köln, der arabische Mann, da gab es ja sehr unterschiedliche, auch wirklich interessante Positionen in der Zeit, aber eben auch solche Texte. Also das ist das, was mir jetzt zunächst dazu einfällt. Magst du noch? Ja, ich würde vielleicht noch kurz auf die Frage nach dem Nativistischen eingehen. Haben wir im Vorgespräch schon kurz festgestellt, wie schnell man dann auch durch unterschiedliche Lektüre und Rezeptionswege auf unterschiedliche Deutungen kommt. Wir haben den Begriff vielleicht etwas zu naiv, tatsächlich zunächst, wie er in der soziologischen Forschung auch verwendet wird, sozusagen als einen Mechanismus zu beschreiben, dass diejenigen, die zumindest behaupten, zuerst da gewesen zu sein, das Recht haben, auf nicht nur auf das Land, auf dem sie sind, da gibt es natürlich
die Verbindung zum Settler-Kolonialismus. Das kann ich jetzt auch nochmal sehen. Das war tatsächlich eine Linie, die wir nicht so präsent hatten. Aber die aus diesem behaupteten Recht, als Erste da gewesen zu sein, ableiten allen anderen, die später kommen, das Recht zu sein, etc. vorzuenthalten, sozusagen. Das haben wir vielleicht ein bisschen zu unbedacht. Das würde ich tatsächlich jetzt auch nochmal irgendwie drüber nachdenken, wie man den Begriff sozusagen noch stärker anreichern müsste, um ihn zu einem stärkeren kritischen Instrument zu machen, als dass wir ihn intendiert haben. Aber ich kann sehr deutlich sehen, sozusagen, dass in der Rezeptionsspur, auf der wir waren, sozusagen, Ausblendungen passieren, die immer passieren, sozusagen. Ne? Soll ich noch einen Satz zur fallischen Frau ganz kurz sagen? Ja, diese fallische Frau ist eine Figur, eine Figur von Angela McRobbie insbesondere in ihrem Buch zu Deutsch Top Girls. Da kommt es stark vor, da beziehen wir uns auch drauf. Und was wir hier meinen ist, also mit fallischer Frau ist eine Frau gemeint, die fickt. Also im sozusagen, oder eine Person, die, naja, also wirklich auch im, sorry, pardon my French, also die sozusagen im Sinne einer Unterwerfung einer sich selbst zum handelnden Subjekt setzenden Person durch auch die sexuell, aber nicht nur, auch Unterwerfung im weitesten Sinne anderer Personen oder eines Raumes agiert. Also so männlich wie eine bestimmte Vorstellung vielleicht von Männlichkeit. Und wir haben das in dem Kapitel aufgenommen, wo es um Body Politics geht, weil wir hinweisen wollten auf die mindestens ambivalente Problematik, die wir derzeit erleben, nämlich dass sozusagen die westlich befreite Frau, die emanzipierte, die gleichberechtigte, sich vor allem, so geht ein bestimmter ideologischer Diskurs, sich darin verwirklicht, sich zum heterosexuell vor allem verfassten Sexobjekt selber zu machen. Also das ist so ein Move, den wir viel überall sehen, vor allem auch viel in der Populärkultur oder wie wir geschrieben haben, die fallische Frau ist das kulturelle Leitbild einer emanzipierten, modernen, freien Frau, deren Freiheit sich nicht nur, aber auch darin verwirklicht, sich selbst zum Sexualobjekt zu machen. Und das ist so ein bisschen die Figur der fallischen Frau. Und deswegen taucht sie hier auf als auch zuspitzende sozusagen Problematisierung dieser ja immer auch so evident angenommenen, wir sind so frei, weil wir verhüllen uns nicht, weil wir kleiden uns nicht modest, weil wir uns jederzeit sozusagen pornografisch betätigen wollen, können, sollen. Und diese Freiheitsvorstellung zu problematisieren, die auch ganz stark über Kleiderordnung und Politiken ja mitverhandelt wird. Ist das so ein bisschen verständlicher vielleicht? So. Figur verstehe ich. Mir fehlen die anderen Figuren. Ja. Okay. Aber ich denke, wir konnten jetzt hier Zeuginnen werden, wie man von dem Buch ausgehend auch weiterdenken kann. Auch anders sprechen kann. Und ich würde mich jetzt sehr über Ihre Fragen freuen. Vielleicht bevor Sie... Es gibt zwei Raummikrofone, melden Sie sich kurz, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Das Mikro. So. Hier ist eine Wortmeldung, hier in der Mitte. Habe ich was übersehen? Bitte. Ja, wenn Sie aufstehen mögen, dann können alle Sie sehen, wenn es okay ist. Vielen Dank für die Darstellung. Vor allen Dingen vielen Dank für die Kommentatorin, die einige Punkte sehr klar gemacht hat. Ich muss zugeben, ich bin so lange aus dem akademischen Betrieb raus, dass Ihre Sprache verdammt abstrakt ist. Ich bin seit 40 Jahren Feministin und Lesbe und ich kann hier sagen, dass ich Feministin geworden bin aus vielen Gründen. Aber ein Grund davon war der durch arabische Männer erlebte Sexismus und zwar geballt. In einem drusischen Dorf in Israel. Aber das nur nebenbei. Es gibt bei uns auch jede Menge Sexismus, würde ich niemals abstreiten. Im Gegenteil, ich habe Jahrzehnte mit vielen Anstrengungen dagegen gekämpft. Ich habe eine ganz simple Frage jetzt nochmal zurück zu Ihrem Buch. Es steht in dem Text von der Heinrich-Böll-Stiftung,
als letzten Satz. Wir diskutieren gegenwärtige Funktionsweisen und Verschränkungen von Rassismus und Heteronormativität und skizzieren feministische Exit-Strategien. Leider habe ich diesen Begriff nicht gehört. Ich hätte da gerne eine Erläuterung. Und als Kommentar möchte ich hinzufügen, also das, was die Emma und Alice Schwarzer verkörpert, als toxischen Feminismus zu bezeichnen, finde ich eine unterirdische Polemik und finde ich ihren Verdiensten und ihren Kämpfen überhaupt nicht gerecht werdend. Also ich bin empört darüber. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon mittendrin in der Diskussion. Moment, noch einen Satz. Wieso? Bin ich abgestellt? Noch einen Satz. Vielleicht hat die sehr abstrakte Redeweise, jetzt wirklich ganz neutral formuliert, auch so ein bisschen bei mir den Eindruck verschafft, dass ihr Feminismus so ein bisschen relativiert und dekonstruktiviert. Ja? Also ich frage mich am Ende, was bleibt denn dann bitte? Also ich bin Juristin, ich arbeite mit Fakten und es gibt einfach bestimmte Tatsachen. Und so, ich habe immer den Eindruck, wenn ihr konkret werdet, dann werdet ihr ganz vorsichtig wahrscheinlich, weil ihr Angst habt, dass ihr dann festgelegt wird. Ich denke, wird. Ihr Punkt und Ihre Kritik ist deutlich geworden. Ganz herzlichen Dank. Einfach nur die Bitte, weil wir schon ein bisschen vorangeschritten sind, sicherlich viele Kommentare hier zu Wort kommen wollen, wenn es möglich ist, sich ein bisschen kurz zu fassen, die Frage formulieren, dann kann man hier auch auf dem Podium antworten. Jetzt ist hier noch eine, ich sammle jetzt noch eine, wir sammeln jetzt noch eine, hier vorne ist noch eine Frage von Peggy. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt zwei oder drei Fragen und dann geht es zurück ans Podium. Ja, auch von mir erstmal, ja. Nur weil der Raum so groß ist, sonst sieht man euch nicht. Auch von mir erstmal herzlichen Dank, dass ihr das Buch geschrieben habt, an den die Kommentar von Maisha. Meine Frage, also ich habe ganz viele Fragen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Ich werde wirklich nur eine Frage stellen und die zielt eigentlich auf den Titel. Also erstmal, darüber habt ihr auch kurz schon gesagt, ihr habt, also der Untertitel ist das knalligste überhaupt. Ich finde ihn wirklich ganz fantastisch. Ich finde ihn auch super, super wichtig. Ihr habt auch nochmal begründet, warum ihr genau diese drei Begriffe, diese drei Notions auch zusammendenkt. Und ich glaube, da ist noch was ganz, ganz anderes Wesentliches drin, nämlich diese ambivalente Verflechtung. Also nicht nur eine Verflechtung, sondern eine ambivalente Verflechtung. Und meine Frage zielt, glaube ich, auf diese Ambivalenz. Denn unterscheiden und herrschen, das ist, denke ich, auch gewollt angelegt an Teile und Herrschen. Und Teile und Herrschen aber zielt zumindest in meiner Leseart ja nicht so sehr auf eine Differenz in erster Linie, sondern auf ein Kollektiv, um Differenz herzustellen. Und das würde mich fragen, also würde ich euch fragen wollen, wie ihr hier zu unterscheiden und herrschen gekommen seid und wie ihr das jetzt nochmal auch in Dialog bringt mit Differenz und dann vielleicht auch hin für nochmal ein Plädoyer für Feminismus zu machen. Wenn das möglich ist. Also ich fange mal kurz an, versuche das ein bisschen bündig, knackig zu machen und dann, Sabine. Dieser Titel Unterscheiden und Herrschen, also es ist ein bisschen auch ein assoziatives sozusagen Wortspiel, es ruft Verschiedenes auf. Wir hatten auch an die feinen Differenzen und eher Bourdieu und so gedacht, aber mit Unterscheiden und Herrschen wollten wir besonders betonen, dass in dem Teilen und Herrschen, genau wie du sagst, das sozusagen so aufgerufen ist, was du ja selber gesagt hast, aber auch in dem, wie wir unterscheiden, schon eine Herrschaftsförmigkeit drinsteckt und die nicht zwangsläufig ist. Nicht jedes Unterscheiden ist Herrschen oder führt notwendig in eine bestimmte Herrschaftslogik, aber Unterscheiden ist selbst schon immer Teil von sozusagen auch schon vorgängigen Herrschaftsformen, Praktiken und ist selber Teil davon auch mit
mit einem vielleicht offenen Ausgang, aber ist darin involviert. Das vielleicht nur zu dem Titel. Kurz zu Ihnen, vielen Dank. Ich glaube, im Vergleich dessen, was es an Polemik gibt, ist toxischer Feminismus vielleicht nicht ganz so unterirdisch, wie es unterirdisch gehen kann, aber ich verstehe die Empörung darüber gut. Wir haben, oder kann sie mir gut vorstellen, wir haben in dem Buch selber... in dem Buch selber haben wir nicht über die Person alle Schwarzer gerichtet und gesagt, sie ist so und so, sondern bestimmte Texte, bestimmte Positionen, die sie an bestimmten Orten vertreten hat und wiederum stellvertretend für andere. Wir haben in dem Buch im Übrigen auch betont, dass es uns eben nicht darum geht, viele sozusagen ihrer persönlichen und der Zeitschrift und ihrer Generation und dessen, wofür das alles steht, zu negieren, zu verkleinern. Aber dass genau das auch sozusagen eine bestimmte, auch durchaus sehr grundsätzliche oder sehr starke Kritik nicht die Person und nicht das, was kritisiert wird, vernichtet, herabwürdigt, lächerlich macht, entblößt, sondern eine kritische Auseinandersetzung notwendig ist, damit genau auch diese politischen Debatten geführt werden können. Das vielleicht nur sozusagen zu diesem Begriff des toxischen Feminismus, den wir, glaube ich, auch gut an Quellen nicht nur einfach behaupten und entgegen sozusagen ihr vor die Füße kippen, sondern auch begründen, wie wir von Text und Argumenten aus dahin kommen. Ja, ich will das noch nur noch mal kurz aufgreifen. Es geht nicht darum, über, wie Paula schon gesagt hat, über eine Person zu urteilen, aber wenn wir uns selber als Feministinnen verstehen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie andere den Feminismus definieren, verstehen und artikulieren. Und das haben wir getan in diesem Buch. Und da stellen wir eben sehr deutlich fest, dass es nicht nur eine große Nähe, sondern eine aktive Beförderung rassistischer Stereotype im Schreiben der Person Alice Schwarzer, der Autorin Alice Schwarzer gibt. Das muss benannt werden können, ohne sozusagen, dass damit unterstellt ist, jetzt wird die Lebensleistung einer Person diskreditiert. Wir haben da sehr lange drum gerungen und sehr ausführlich darüber geschrieben, dass es nicht darum geht, Alice Schwarzer ist keine Feministin mehr, wir verstoßen sie jetzt, sondern dass wir genau das anerkennen müssen, es ist eine Position im Feld. Und wenn es uns darum geht, einen intersektionalen antirassistischen Feminismus zu artikulieren, dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, dass es Positionen gibt, die zumindest eine deutliche Nähe zu rassistischen Positionen haben. Und das muss politisch artikulierbar sein. Und dazu stehe ich und ich denke, dazu stehen wir auch. Das Zweite, was ich noch sagen will, Exit-Strategien war auch angekündigt. Wir haben uns in diesem Kapitel, in dem es um Feminismus geht, auch mit der Frage, wie könnte denn, wenn wir von einem toxischen Feminismus sprechen, also wie sähe dann entsprechend die Entgiftungskur aus? Und nochmal im Anschluss sozusagen durchaus auch an viele, viele feministische Autorinnen, das haben wir uns längst alles nicht selbst dann wieder neu ausgedacht, sondern eher im Anschluss an postkoloniale Feministinnen, an schwarze Feministinnen, die im Übrigen seit den frühen 1970er Jahren versuchen, die verschiedenen Teilungsverhältnisse zusammenzudenken und feministische Positionen herzuentwickeln, die von der ambivalenten Verflechtung von Rassismus und Sexismus, das geht bis in die frühen 70er Jahre hinein, und an diese Position anknüpfen, ich nenne nur eine davon, Combahee River Collective, ein Kollektiv afroamerikanischer lesbischer Feministin in den USA, die sozusagen schon bereits in den frühen 1970ern genau diese Texte geschrieben haben und bis heute sozusagen dafür streiten, dafür kämpfen, dass wir genau diese Teilungsverhältnisse zusammendenken müssen, dass wir nicht uns auf die eine oder die andere Seite schlagen können. Und das ist im Denken von Alice Schwarzer leider allzu oft der Fall. Was nicht heißt, ihre feministischen Verdienste an vielen anderen Punkten und Themen in Abrede zu stellen. Haben Sie noch Fragen? Ja, aber ich möchte trotzdem
nochmal dazu aufrufen oder zu animieren, ihre Fragen zu stellen. Hier. Dann warten Sie ganz kurz, damit das Mikro zu Ihnen kommt. Dann, und wo ist noch eine? Könnten Sie mir vielleicht mal verdeutlichen, wo in die Nähe zum Rassismus bei Alice Schwarzer liegt? Das ist ja Ihre Kritik, ne? So habe ich das jedenfalls verstanden. Okay, das war hier noch eine Wortmeldung. Dankeschön. Ja, ich würde auch noch mal gerne das Thema Richtung Lösung, hört man das, thematisieren. Jetzt haben Sie das mit dem Exit-Strategien ein bisschen sehr kurz gehalten, finde ich. Und das Zweite, was auch die Kommentatorin noch mal eingebracht hat, ich frage mich wirklich, ob sich an der Debatte grundsätzlich was ändern lässt, wenn in den wichtigen Medien, ARD, ZDF und so weiter, Maischberger und Co., es sind weder Hartz-IV-Empfänger vertreten, noch sogenannte Abgehängte, noch AfD-Wähler, sondern es wird immer nur Top-Politiker eine Bühne gegeben. Und wenn nicht Frauen, Betroffene, Opfer und so weiter eine öffentliche Bühne weiter kriegen, dann finde ich, bleibt es in dieser Schräglage. Haben Sie dazu irgendeine Idee? Wenn nicht wahrscheinlich da, ich sehe da wirklich wenig Hoffnung, dass es mal kein Politiker in dieser Runde gibt, sondern nur Betroffene, Helfer und wer auch immer. Wo sehen Sie überhaupt eine Chance, dass normale Menschen, die keine wichtige Position irgendwo haben, medial in der öffentlichen Raum mehr zum Wort kommen? So, wie könnte das gehen? Gut, zwei Fragen. Nochmal Rassismus bei Alice Schwarzer kurz angedeutet und erklärt. Und wie kann man die mediale Repräsentation vervielfältigen? Magst du anfangen? Antwortversuch. Also wirklich nicht als Erwiderung, sondern generell querliegend zu den Anliegen, die jetzt manifest geworden sind. Ich denke an der Baustelle Personen, die so agieren wie Alice Schwarzer, weil ich glaube, es geht wirklich nicht um sie persönlich, sondern tatsächlich um, dass wir agieren von verschiedenen Positionen, dass das so ein kritisches Ringen ist mit uns selber, also mit den Herrschaftsstrukturen, die in uns selber drin sind, und dann kritisches Ringen miteinander, um eine bestimmte Interventionsqualität von feministischer Kritik und feministischer Praxis aufrechtzuerhalten. Und wenn es heißt, dass wir, also drawing attention to the margins, also dass wir versuchen, die Personen, die innerhalb von weiblicher Vergesellschaftung, die tatsächlich auch noch mehr Verletzungsoffenheiten und mehr Verletzungsoffenheiten und Diskriminierungsrisiken haben, die mitzubedenken, dann erfordert das von uns, die immer in dem Moment nicht so viele, an den Koordinaten von sehr vielen Diskriminierungsrisiken leben, uns nicht Machtsicherung anzuschließen, also das zu widerstehen. Es gibt so eine bestimmte Verführbarkeit, also Verführung ist sowieso ein großes Komplex, vieles davon gut, aber einiges davon problematisch. Jetzt bin ich in einem problematischen Bereich, dass wir manchmal verführt werden können, den Stachel aus unserer Kritik oder aus unserer Praxis rauszunehmen und teilweise uns dann so herrschaftssichernde Differenzausbeutung, also Differenz auf eine Art zu benutzen, um andere zu verletzen. Und das ist, glaube ich, die Kritik. Also ich versuche die mal anzudeuten. Das ist die Kritik an Alice Schwarzer. Nicht eine persönliche, sondern eher eine an diese Subjektposition. So, ich lasse mal die Baustelle, weil eigentlich will ich was anderes sagen, nämlich Exit-Strategien und verknüpfen mit dem Ende von eurem Buch, mit dem Epilog, wo ihr viel so aufmacht zu Alltagskontexten, wie begegnen wir uns, wie gestalten wir Gesellschaft zusammen, zu Bedingungen von, also eben halt diese toxischen Linien, die unser Leben halt tangieren. Und eine, ich glaube, auf der letzten Seite von diesem Epilog ist die Frage davon, wie wir in gegenwartspluralistischen Demokratien, in pluralen Demokratien der Gegenwart leben können. Und da würde ich gerne den Punkt mit Konkretisierung, also ich finde die eine Anmerkung, ich kann an einigen Punkten gar nicht anschließen, aber an dem Punkt mit Konkretisierung kann ich anschließen und kann auch eher von meiner Position aus und von mein Handeln, mein feministisch inspiriertes Handeln sagen, dass ich tatsächlich vorsichtiger werde, wenn es um konkrete Dinge geht, aber dass ich Konkretion wichtig finde. Ich finde, wir müssen Dinge konkretisieren und das sind vielleicht nicht Exit-Strategien, aber es sind Solidarisierungspolitiken und alternative Politiken, die wir jetzt leben können in der verrotteten
Gegenwart sozusagen. Und das hatte ich schon kurz angedeutet. Ich hatte auch ein Bild dazu, das haben wir jetzt nicht dabei. Aber auf jeden Fall Gegenwartskontext. Heute war ja die Senatswahl in Alabama. Ich nenne das, weil das eben halt auch ein Artikulationspunkt ist, ein Knotenpunkt, wo eine Person, Roy Moore, republikanischer Kandidat, dem vorgeworfen wird und wirklich große Kiste, Predator, Sexual Harassment, Ausbeutung von Minderjährigen. Also ich will es gar nicht mal komplett alles ausbuchstabieren, aber auf jeden Fall, das wird vorgebracht durch Personen, die Belege haben, die Bücher und Kärtchen und keine Ahnung, wie auch immer, vorbringen. Und um die gesellschaftlichen konkreten Praxen davon zu reden, um Peggys Bemerkung, wozu noch Feminismus, das ist nämlich das, was ich denke, dass feministisch inspirierte Kritik und Praxisform uns schon bestimmte Mobilisierung zeigen können, die wir mehr vielleicht als demokratisches Ding nicht nur in einzelnen Kreisen mehr verstärken können. Also, worauf ich hinaus will. Ein gutes Wahlergebnis. Ich ende da. Nee, nicht das gute Wahlergebnis. Darauf will ich hinaus. Ich will nochmal empirisch den Befund angucken. Schwarze Frauen, schwarze Männer. Fangen wir mit schwarzen Frauen an. 97% von den schwarzen Frauen, die gewählt haben, haben nicht den Predator Roy Moore und so weiter gewählt, sondern demokratisch gewählt. 92% von den Männern oder so. Bei den weißen Leuten umgekehrtes Ergebnis, 67% von den Frauen, weißen Frauen, haben trotzdem Roy Moore gewählt und von den Männern 74%. Worauf will ich hinaus? Wir schreiben zu entlang von Differenzlinien und übrigens religiöse Leute, christliche Leute, Christians haben eben halt Roy Moore, nicht Roger Moore, Roy Moore gewählt. Also wenn wir anfangen, Dinge zu komplexer zu erfassen, dann können wir, ich habe nämlich zwei Dinge daraus gelesen. Einmal, dass in der Demographics die Personen, die an einem Koordinatensystem leben, die schwarze Frauen sind, diejenigen waren, die einmal die Vorwürfe ernst genommen haben, die ernste Lage wahrgenommen haben und zweitens bereit waren, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Und der paradoxe Befund, um das komplexer zu machen, ist, dass die gewählt haben, jetzt 30% Black Votes, waren höher als in den beiden Wahlen von Barack Obama, obwohl es ein außerordentlicher Wahl war. Das heißt, Mobilisierung und gut, der hat einen Robocall bei Barack Obama gemacht und gesagt, irgendwie ist es wirklich wichtig, geht raus und wählt. Ich will sagen, dass ich finde, dass vielleicht die kleine Narrative, ich bin groß fürs Subaltern, subalterne Geschichten, also eben halt tatsächlich an kleinen Orten von mehrfach marginalisierten Leuten diese Praxen anzugucken und die einzubinden in unser feministisches Projekt. Das ist, glaube ich, eher so für mich gar nicht Exit Strategy, aber sowas wie in gegenwartspluralen Demokratien leben, hat mir das zumindest Hoffnung gegeben heute. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Überlegung, wenn wir noch nach einer weiteren Frage gucken. Also ich denke, Exit-Strategie ist natürlich, wenn man anders mit Differenzierung umgeht, wenn man eben aus dem Unterscheiden und Herrschen, aus den wenn man von den Pauschalvorwürfen absieht und wieder in eine Differenzierung geht, dann ist das ein Ausgang aus einer Herrschaftslogik, dann ist das ein Unterbrechen einer Herrschaftslogik. Ich denke auch, was jetzt Maisha Uma gesagt hat, anzuerkennen, Wahlergebnisse anzuerkennen und zu sehen, wer da eigentlich für wen, wer da für wen wählt und das auch mit, also das nicht nur irgendwie zu sehen, sondern mitzubedenken, aktiv einzubeziehen in ein feministisches Denken. Erlaubt dann auch nicht mehr, dass das Subjekt des Feminismus einfach die weiße Frau ist. Weil wenn nehmen wir jetzt dieses Wahlergebnis, ist es vollkommen eindeutig, dass eben die schwarzen Frauen, wie du gesagt hast, Verantwortung für die Demokratie übernommen haben, die Weißen leider nicht. Die Weißen, die gewählt haben, leider nicht. Und allein diese Differenzierung, so habe ich euer Buch verstanden, ist ein Ausgang, ist eine Unterbrechung einer anhaltenden Herrschaftsstrategie. Und weil vielleicht auch noch eine Überlegung, weil du angedeutet hast, wo ist eigentlich, also vielleicht müsste die dominante weiße Männlichkeit noch mal etwas stärker thematisiert werden in dem Diskurs. Daran knüpfte ja auch meine Frage an, wie kann man eigentlich MeToo und Köln, wir sprechen jetzt einfach in Chiffren, besser zusammendenken? Also wie kann man auch diese Parallelisierung unterbrechen. Habt ihr dazu noch eine Idee? Ich meine,
kleine Anmerkung. Es ist jetzt, glaube ich, die dritte Auflage des Buches. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr. Und es gibt dann noch Überarbeitungsmöglichkeiten. Aber habt ihr eine Idee dazu, wie man diese Parallelisierung, die ja auch Ausdruck einer Herrschaftslogik ist? Also wir reden jetzt über den Weißen. Parallelisierung von MeToo und Köln? Genau, also weil sozusagen... Also weil ich finde, ich würde eher gerne betonen im Moment, dass es genau, ich finde, diese Parallelisierung so sehr wenig gibt. Also das meine ich aber sozusagen, also dann habe ich es vielleicht falsch gesagt, dass sie einfach so nebenher laufen und nicht verbunden werden. Achso. Also wir reden jetzt über Weinstein als wir reden ja inzwischen über sehr viel mehr und ich finde, aber über das System Weinstein und da haben wir gar kein Problem, weiße Männlichkeit als gewalttätig zu wahrzunehmen. Aber genau dieser Teil hat ja in der Debatte um Köln gefehlt oder würde du siehst es anders. Wahrnehmen im Moment, aber das ist sicher eine offene Dynamik. Ich finde zum einen gerade ja besonders interessant, dass es bislang weitestgehend vielfach gelungen ist, wesentlich aus dieser Diskussion im Kontext von MeToo einfache Zuschreibung von, ja, ich meine, bei Weinstein hätten sich ja noch ganz andere Möglichkeiten angeboten, in Anführungszeichen, ja, jüdisch und so weiter. Also sozusagen bestimmte Zuschreibungen, bestimmte Verortungen, bestimmte Religiositäten, Hautfarben, Kontexte, eher zu dimmen zugunsten dessen, was ich schon auch sehr positiv wahrnehme, zu sagen, es ist omnipräsent, es ist überall, es ist quer durch die Branchen, es ist auch nicht nur die USA, es ist nicht nur hier und es ist nicht nur dort und es sind nicht nur die, sondern es ist überall da. Und andererseits würde ich dir weniger zustimmen an dem Punkt, dass wir kein Problem damit hätten, das als gewalttätig wahrzunehmen. Ich glaube, dass vieles jetzt in der MeToo-Debatte sich gerade dagegen sträubt, immer wieder zu sagen, das ist sozusagen übergriffig, das ist gewaltvoll. Also es wird thematisiert, aber gleichzeitig überhaupt nicht in der bisweilen kruden oder man kann auch sagen in der deutlichen Art und Weise, und auch in der vielleicht wirkmächtigen, wir haben ja dann eine sozusagen auch dubiose, aber doch eine Verschärfung, wenn man so will, des Strafrechts gehabt an der Stelle nach Köln in Anführungszeichen. Also das passiert jetzt nicht. Also wir sind ganz stark auf der Ebene von Diskurs, auch sehr wichtig. Es wird unglaublich deutlich. Es gibt immer wieder Gegenstimmen, aber es ist so eine interessante Sache zu vergleichen, dass es weitaus weniger, sagen wir mal, deutlich pointiert als Gewaltform und so beschrieben wird. Aber andererseits würde ich sagen, ich finde es absolut bemerkenswert im besten Sinne, wie es gelingt, überwiegend, nicht nur, es gibt auch andere Stimmen, aber überwiegend das nicht zu fixieren auf, es sind nur die Männer dort und es sind nur die mit der Religion oder die in dem Job oder die mit der Farbe oder die in dem Land. Und das, finde ich, ist die super Chance im Moment, ja, zu zeigen, das ist eben wirklich eine männliche und also auch eine Machtausübung, die je spezifischer in Hollywood anders als aber gleichzeitig so ja fast universal oder so global präsent ist. Und das finde ich enorm im Moment. Aber Sabine, du hast jetzt, wenn es da gibt es noch eine Wortmeldung. Einfach reinsprechen, das kommt dann. Ja, es kommt dann, okay. Ich möchte Vorrednerinnen zustimmen und darauf noch eingehen und ein Problem von mir zum Ausdruck bringen, was ich hatte mit den Vorträgen. Und zwar, ich habe die Differenz, die durchaus sehr zentral war, finde ich auch sehr wichtig. Und den Umgang damit mit Differenz, mir hat dann aber im Prinzip auch der eigentlich logische weitere Schritt gefehlt. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch nicht das Thema des Buchs gewesen, wo es wirklich um das Reden über das Reden war und die Differenz in der Differenz, aber dann dieser Punkt, wo man dann noch konkreter werden könnte und auch so eine Differenz mal benennen könnte, damit sich eine Exit-Strategie entwickeln kann, damit auch benannt wird, was Sie, ich sehe Sie jetzt nicht, moniert haben, dass man tatsächlich irgendwo dann auch an den Punkt kommt zu sagen, das ist unterschiedlich und das erkennen wir erstmal an, das ist so und das ist so, da gibt es diese Prägung und da gibt es diese Perspektive, das wird irgendwie nicht oder wurde vermieden oder schien mir so nicht vorzukommen, dass es tatsächlich auch mal konkret wird, wo denn die Unterschiede bestehen. Was natürlich, es ging ja um den Diskurs, aber ich glaube, das wäre so eine Exit-Strategie, dass man diese Sachen mal benennt, weil meines Erachtens wird sehr oft mal diese Forderung nach Differenzierung insofern diskursiv missbraucht, dass man Differenzierung fordert, aber dann nicht selber noch dazu kommt, auch zu differenzieren und mal Unterschiede auch benennt, damit man über konkrete Dinge sprechen kann. Und das wäre so als Vorschlag und als Wunsch, das zu tun.
Also am Ende kommt es in dem Buch tatsächlich vor, aber ein bisschen anekdotisch vielleicht. Also, aber die Frage, interessant, und ich finde Ihre Entgegensetzung von Diskurs und Differenz und Differenzierung leider da sehr grundfalsch. Weil die Frage ist ja, wie benenne ich jemand als so jemand und ist das in der Differenz zu mir oder nicht? Zum Beispiel könnte ich sagen, unterscheiden und herrschen die Einladung heute, Analyse rechter Denk- und Handlungsmuster, finde ich schon mal eine sehr problematische Differenz, weil sie nämlich so tut, als gäbe es solche Formen, gegen die wir uns in dem Buch zum Beispiel richten, nur rechts. Und wenn wir darüber ins Gespräch kämen, oder ja, also das ist auch völlig okay, das zu tun, aber um Ihnen das konkret vorzuführen, lassen Sie uns zum Beispiel darüber diskutieren, was heißt rechts, was hieße Linke, ein solches linkes Muster, ist das überhaupt eine sinnvolle Unterscheidung? Vielleicht ist es das, vielleicht nicht, aber kommen wir doch mal darüber ins Gespräch. Das ist sozusagen den Raum, den wir ermöglichen wollen oder die Provokation, die Anregung, das zu tun. Und unsere Erfahrung, von der dieses Buch sehr stark geschrieben ist, ist, dass wir als bisweilen sehr spezifisch, als different positionierte Personen, und ich könnte jetzt eine Reihe aufzählen, wenn Sie es ganz konkret haben wollen. Jüdisch, lesbisch, migrantisch, klassenaufwärts, mobil und so weiter. Solche Differenzen prägen unsere Praxis auch an ganz vielen Stellen. Und unsere Erfahrung ist, dass wir sie nicht einfach voraussetzen können. Beziehungsweise dort, wo sie vorausgesetzt wird. Du bist anders als ich, weil du bist oben, weil ich bin unten, weil du bist deutsch und du bist migrantisch, weil du bist jüdisch und du bist Also da können wir darüber ins Gespräch kommen, spielt das hier eine Rolle? Ist das eine Differenz, die mich ausmacht als Person, das heißt auch mein Reden markiert? Oder ist das eine Positionierung, für die ich, wie wir an einer Stelle vorgelesen haben, Verantwortung übernehme? Ja, ich als Professorin, Elite. Ist das das, worin ich aufgehe? Ist das etwas, was hier Sinn macht, was ich vielleicht unterschätze? Also darüber können wir reden. Das kann das lange Gespräch sein, das kann auch ein ganz schneller Schlagabtausch sein, das kann eine Praxis sein, die nicht nur Reden ist, sondern auch der Gesten, des Blickens, des Beistehens, des Distanzierens, das können Affekte sein, also in all diesen Formen. Und das ist das, was vielleicht in diesem Sinne so konkret wäre, aber genau die konkrete Frage ist, diese Differenzen in der Praxis, im Alltag zum Thema zu machen und sie zu befragen. Was auch heißen kann, ja, sie machen hier Sinn. Aber es kann auch heißen, nein, sie funktionieren nicht. Ja, ich will jetzt nur noch ganz... Du hast jetzt die Gelegenheit, ein Schlusswort anzudeuten. Ein ganz kurzes Schlusswort machen. Exit-Strategien. Eine Exit-Strategie ist zum Beispiel genau das, was wir versucht haben, Unterschiede auch in den feministischen Artikulationen deutlich zu machen. Wir sind ja auch in einer Situation, in der sehr viele Versämtlichungen stattfinden, nicht nur von Personen, von zu Kollektiven gemachten Gruppen von Menschen, sondern auch der Feminismus versus was auch immer sozusagen. Was wir versucht haben, ist deutlich zu machen, etwa auf die Situation Köln gab es unterschiedliche feministische Antworten. Und wir müssen diese Unterschiede kenntlich machen. Wir müssen kenntlich machen, wo sich die eine feministische Antwort vielleicht stärker mit Rassismus verbündet und eine andere feministische Antwort, etwa wie sie ausnahmslos versucht hat, eine ist, die den Mechanismus unterscheiden und herrschen, als rassistischen und sexistischen Mechanismus versucht, kenntlich zu machen. Das ist eine der Exit-Strategien, um die es geht, für die wir versucht haben, in diesem Buch ein Plädoyer zu machen, sozusagen. Und da müssen wir auch in Kauf nehmen, den Preis zahlen, sozusagen, innerhalb der feministischen Community, die niemals so eins und homogen gewesen ist, wie sie auch heute noch gerne dargestellt wird, Unterschiede zu markieren, Unvereinbarkeiten zu markieren und Kontroversen und Konflikt zu riskieren. Ja, ich danke dir sehr für dieses Schlusswort, Sabine. Ich danke dir, Paula, Irene, Villa, für deine Anwesenheit. Uff. Also ich danke, das ist jetzt Missglück, total, total Missglück. Also ich mach das nochmal. Also das ist so Quatsch, tut mir total, genau, das ist ja.
Also vielen Dank an das Podium. Vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihr Interesse. Erlauben Sie mir nochmal den Hinweis, die Bücher sind dort auch zu erwerben, auch am Büchertisch. Und wir freuen uns, Sie wiederzusehen. Wir werden im Februar eine nächste öffentliche Veranstaltung haben zum Thema Familiennachzug. Wir werden dort nicht über Menschen, die versuchen, ihre Familie nachzuholen, reden, sondern mit ihnen, was es eigentlich aus ihrer Perspektive bedeutet. Und ich lade Sie schon jetzt ganz, ganz herzlich dazu ein. Kommen Sie gut ins neue Jahr und kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Ja.